Da bin ich wieder. Ich hoffe, alles klappt einigermaßen. Der Sound könnte sein, dass der nicht ganz so gut ist wie die letzten Male. Ich bin noch da beim Einmessen. Das hat alles doch nicht so gut geklappt mit dem Rüberziehen, wie ich gedacht hätte, leider. Das ist ein bisschen blöd, muss ich mal sagen. Ich habe das ganze Profil rüber kopiert, aber anscheinend waren in dem Profil nicht die Informationen drin, die gebraucht wurden, um zum Beispiel die Plugins auf das richtige Level zu setzen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, wo er die Informationen ablegt. Keine Ahnung. Sie waren zumindest nicht in den App-Data-Ordnern drin und irgendwo. Das heißt, ich musste alles nur einstellen, was grundlegend kein Problem war, weil es hätte nicht mehr gepasst. Irgendwie hat das Mikro einen viel höheren Aufnahme-Input gefühlt, als dass es unter dem alten Rechner hatte. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil die Audiotechnik ist alles die gleiche. Die ist ja nur per USB angeschlossen. Da kann sich ja nichts verändert haben innerhalb des Mikrofons. Aber ich bin jetzt vom Gain auch wieder auf dem Normallevel vom Mikrofon zurückgegangen. Also ich habe sogar 0 Gain und dann noch Input sogar auf eine normale Version runtergeschoben. Ich weiß nicht, warum das auf einmal so anders ist. Vielleicht hat Windows irgendwo ein automatisches Mikrofon Verstärkungszeug drin. Deswegen klingt das vielleicht auch nicht so gut. Ich habe das noch nicht gefunden, weil ich habe jetzt Windows 11 und die Sachen sind alle ein bisschen versteckter und ja, da muss man halt mal genauer hingucken. Was ich jetzt auf jeden Fall gemacht habe, ist die Bitrate nach oben gestellt auf 7500. Das heißt, das sollte eigentlich passen. Ich hoffe, die kommt nicht auf 8000. Sie hängt hier bei 7800 teilweise sogar. Also höher, als ich erwartet hätte. Ich hoffe, das reicht soweit, dass der Puffer von 500 da nicht ausgereizt wird. Wenn nicht, muss ich das mal runterstellen. Vielleicht, das kann man zum Glück auch während der Laufzeit ändern. Ich gehe da mal ein bisschen runter, nicht, dass wir an das Limit kommen. Ich gehe mal auf 7200. Aber vorher hatten wir 5000, jetzt haben wir 7200. Das heißt, da könnte auf jeden Fall, ja, jetzt ist besser 7500 als Max. Dann kommen wir nicht ans 8000 ran. Das passt hoffentlich besser. Ja. Oh Mann, das war ein Abenteuer. Eigentlich gar nicht so viel her, nicht? Ich war vorgestern das letzte Mal online, also eigentlich nur einen Tag. Dafür war es eigentlich recht unkompliziert so am Ende, muss man mal sagen. Bis auf die anfänglichen Probleme, die der Rechner gemacht hat, dass er nicht anging ordentlich. Ich glaube aber, der hat einfach beim ersten, zweiten Starten irgendwelche Einstellungsberechnungen gemacht oder irgendwelche Puffer wurden aufgeladen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint es normal zu sein, dass er das so macht, weil danach lief er jetzt einwandfrei, nachdem ich ihn eine Weile am Strom hatte. So what? Scheint ja alles soweit zu passen. Mir fällt nur ein, ich muss noch die Ankündigung raushauen, das habe ich ja noch nicht gemacht. Dann kann ich da sogar nochmal was einspannen. Ja. Okay. Ah, ich habe kein Gift zugepackt. Ach, das vergesse ich immer. Naja, irgendwann lerne ich es auch. Ja, ich habe die letzten beiden Tage auch weniger Social Media gemacht. Das hat man dann auch sofort gemerkt in den ganzen Aufrufzahlen und anderen Gedöns. Also man muss echt dranbleiben, immer posten, immer schreiben. Das ist schon nicht so leicht, muss man mal dazu sagen. Aber jetzt ist es ja hoffentlich erstmal geschafft. Was ich jetzt noch hatte als Problem die letzten Male oder die Tage jetzt, dass der das Internet verloren hat. Ich hoffe, das ist heute stabil. Ich habe gesehen, vorhin hatten wir ein paar Frames Ausfall beim Start aus dem Netzwerk 29.
Ich weiß nicht, warum das lag. Ich hoffe, das war einfach nur vom OBS-Start aus ein Problem. Genau. Und ich sag jetzt erstmal Prost, nicht wahr? Ah, endlich mal wieder ganz entspannt was trinken. Ja, ich habe heute viel zu wenig getrunken. Ich habe auch bis 7 Uhr heute Morgen den Rechner noch eingerichtet, geschraubt, gebaut. Aber jetzt ist er so, wie er sein soll. Alle Teile sind drin. Ich könnte noch eine alte SSD nachlegen von 120 GB, wenn ich da noch Reserve bräuchte. Aber wahrscheinlich würde ich mir dann eher noch eine 2 Terabyte oder 4 Terabyte SSD kaufen und dann in den entsprechenden Slot hauen. Ja, aber es war schon ein Abenteuer. Grundsätzlich funktionierte zwar alles, aber ja, war halt trotzdem irgendwie ungewohnt, nach so vielen Jahren wieder einen Rechner zusammenzubauen. Was auch nicht so gut war, war, dass der Lüfter war beschädigt. Das war mir jetzt aber egal. Ich wollte nicht für den Lüfter den ganzen Rechner zurückschicken. Von daher habe ich das erstmal sein gelassen und genau, habe den Lüfter eingebaut, mal gucken, wie es läuft. Temperaturen sehen so semi-gut aus, muss man dazu sagen. Also, ich glaube, die sind zwar normal bei AMD, aber ich bin halt Intel gewöhnt. Aktuell ist die CPU bei 59%. Wir können ja mal gucken, wie auch das Abgreifen funktioniert. Das ist ja vielleicht auch mal interessant, bevor wir auch das Spiel machen. Wo ist hier die Game-Ansicht? Wir wollen nicht Blazer, wir wollen nicht VS Code. Wir wollen mal den rechten Bildschirm abgreifen. Nee. Den linken. Ah, okay, das ist getauscht. Ich glaube, da ist nichts weiter Besonderes zu sehen. So, da haben wir mal den schönen, neuen, sauberen, noch unbenutzten Desktop, wenn man so möchte. Ja, wir sehen, CPU hat aktuell 53 Grad, obwohl eigentlich keine Auslastung ist, aber der haut die CPU auf 5,4 GHz hoch. Weiß halt nicht, warum er das macht. Da muss ich nochmal an den Multiplikatoren spielen. Vielleicht eher in den Modus anders einstellen, dass er nicht auf Volllast hochpumpt. Ein anderes Profil wählen. Ich glaube, er ist jetzt aktuell im High-Performance-Mode. Das müsste ja gar nicht sein derzeit. Von daher, ja. Außerdem sind die Lüfter die sind auf höchstem Level. Das heißt, ich könnte die auch noch runterschrauben, dann wird der Rechner super leise. Also das wirklich, im Gegensatz zu dem Lüfter, hört man ihn halt dann gar nicht mehr. Temperaturen bleiben ja im Idle dann ungefähr gleich jetzt bei 50. Wir können mal gucken, den Task Manager dazu, was der so sagt. OBS braucht jetzt nur noch 10%, 7%. Bei meinem alten Rechner hatte OBS 20-30% Minimum eingenommen. Also das ist schon mal ein deutlicher Gewinn. Auch der Speicher ist viel, viel weniger. Das ist gut. Das sieht alles wesentlich besser aus. Man sieht aber, ich hau auch ordentlich raus mit 7,8 Mbit pro Sekunde. Das heißt, das sieht auch alles soweit schön aus. Wir können auch mal auf die Leistung gucken. Endlich ein paar mehr Kerne. Vorher 4, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Steht auch da. Genau, das ist auf jeden Fall sehr angenehm bisher. Also mal gucken, wie es sich dann so auch über die Zukunft verhält mit Starfield, mit City Skylines. Da bin ich am meisten gespannt drauf, ob der dafür wirklich gut ausreicht. Aber ich bin da froher Dinge. Also auf jeden Fall besser als der jetzige PC. Von daher alles okay, denke ich.
Arbeitsspeicher 32 Gigabyte erstmal genommen, kann man jederzeit einen zweiten Riegel dazu kaufen für 100 Euro. Die kosten ja nichts aktuell oder 120, was der gekostet hat. Falls man wirklich 64 bräuchte, da hätte man auch Dual-Channel. Und was ich gesehen habe, der lässt den RAM nur auf 4800 MHz aktuell laufen. Das kann ich noch einstellen, weil ich habe eigentlich einen 6000er RAM. Da muss ich nochmal gucken, warum er das macht, ob er da irgendwas wegen Volt oder so runtergeregelt hat, automatisch. Muss aber eigentlich nicht sein, da kann er auf jeden Fall nochmal Performance rausholen. Ich habe ja auch den 7600X, das heißt, da ist auch noch Overclocking drin. Das Netzteil hat einen Overclocking-Modus, um zur Not auch mehr Strom bereitzustellen, wenn man der mehr bräuchte oder mehr Spannung. Plus zusätzliche Sicherung, dass man sich da die Hardware nicht kaputt macht. Genau. Ja, WLAN. Wow, okay. WLAN geht raus über den USB-Stick. Wunderbar. Und ja, GPU ist halt noch interessant. Die hat halt, ja, wenig Speicher. Das merkt man durchaus. Also die 4070 hätte 16 GB Speicher wirklich gut getan, wenn nicht sogar 20. Auch den anderen Größen, also GPUs hätte deutlich mehr Speicher gut getan. Also die 12 waren ich habe heute ein Testspiel gemacht und zwar von, wie heißt das? Nicht Ryzen, nicht Razer, ich habe es auch eben drunter geladen. Wo ist es denn? Ist natürlich nicht da. Autorennspiel, Mexiko, Gedächtnis. Ja, auf jeden Fall dieses Rennspiel habe ich gespielt. Das war bei meinem alten Rechner so, dass er ständig Nachladeruckler hatte. Und wenn ich über 300 gefahren bin, habe ich immer keine Straße in der Entfernung gesehen. Und dann ist er immer stehen geblieben mit muss Pufferspeicher laden. Und dann bin ich 1 Meter gefahren, muss Pufferspeicher laden. Das war nicht so schön. Hier alles butterweich auf Extremeinstellung. Gut, beim alten hatte ich auch Hoch oder Ultra. Ich Idiot, aber jetzt konnte ich wirklich auf Extrem spielen und ohne Einbuße. Er hat 100 FPS einfach standardmäßig gehalten mit den entsprechenden Modi, DSLL und DSAA und DSL blub blub blub, wie die Sachen heißen, haben dann auch die GPU-Lastung von 90% auf 70 gedrückt, wenn man sie denn genutzt hat. Die GPU ist auch maximal so 60 Grad heiß geworden. Das war eigentlich erstaunlich wenig. Die CPU wird deutlich wärmer. Hier, man sieht im Maximum ja schon 81. Und die ging wirklich auch schon bis 93 hoch. Da muss ich mal beobachten, ob das normal ist. Ich habe jetzt im Internet aber gelesen, dass es nicht ungewöhnlich ist. Von daher mache ich mir da auch keine Sorgen. Ich bin halt von Intel einfach andere Temperaturwerte gewohnt, aber das kann auch an den Messmethoden liegen, wo gemessen wird, wie gemessen wird. Von daher, ja, kann sich das ja schon deutlich unterscheiden. Ja, aber trotzdem entspannt alles bisher. Ich bin dann gespannt halt, wie es sich wirklich in Spielen schlägt, die ein bisschen aufwendiger sind und die Festplatte auch butterweich. Wobei man da sagen muss, da habe ich eine Sache nicht bedacht, und zwar hatte das Mainboard einen eigenen SSD-Headspreader, und die SSD, die ich gekauft habe, hatte einen not removable Heatspreader. Heatspreader. Das war wirklich ein bisschen blöd. Ich muss den vom Mainboard jetzt einfach weglassen und die SSD halt mit ihrem eigenen da anbauen. Die wird schon ordentlich heiß. Also den sollte man nicht anfassen im laufenden Betrieb. Wäre nicht zu empfehlen. Oder auch nach dem laufenden Betrieb. Ich habe einmal, nachdem der Rechner dann aus war, nachdem Windows installiert war, kurz gegengetippt. Keine gute Idee. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das so heiß wird. Also, das ist schon echt abnormal. Also kenne ich natürlich, ich hatte vorher nur normale SSDs in dem Rechner und eine kleine NVMe 2 oder so.
Also eine relativ alte, die haben ja nicht annähernd die Geschwindigkeiten erreicht, da gab es eigentlich auch keine Temperaturen. Bei dem Rechner ist sogar so, dass auch der WLAN-Stick und die anderen Sachen echt heiß werden, also die Peripherie generell. Weiß nicht, ob das so richtig ist, aber gut, ich habe auch beim alten Rechner die Sachen nie angefasst, nicht? Weil wenn er aus war, war er aus. Jetzt hat man mal hingefasst, dann ist es natürlich wieder was anderes. Man achtet ja sonst nicht drauf, wie warm oder kalt die Sachen sind, wenn man nicht muss. Und solange sie jetzt auch funktionieren, würde ich da auch nichts weiter drauf geben. Ja, aber trotzdem, generell erstmal sehr zufrieden jetzt, dass es doch alles so ging. Alles ist auch wieder eingerichtet und funktioniert. Das freut mich eigentlich am meisten, dass das funktioniert hat. Ich muss so ein paar Spielstände vielleicht noch rüberziehen von der einen alten Festplatte. Ich habe jetzt eine HDD quasi abgeschossen. Dafür ist jetzt die SSD halt drin, die neue. Die hat 2 Terabyte. Die alte Festplatte hatte 1 Terabyte. Ja, die wird einfach ersatzlos gestrichen. Dann habe ich noch eine alte SSD, eine normale rübergeholt, wo alle Spiele drauf waren. Die wird aber eigentlich auch dann eher so als Datengrab wahrscheinlich irgendwann enden, wo irgendwelche Programme drauf landen, wo ich weiß, die benutze ich nicht so oft. Dann kommen die vielleicht darauf oder auch Spiele, die ich nicht oft benutze, kommen die halt darauf. Alles andere landet erstmal auf der Haupt-SSD, die ist schnell genug. Da sehe ich keine Probleme. Und wenn, hole ich halt eine zweite dazu. So ist es halt. Genau. Und die HDD ist wirklich ein Datengrab, wo einfach so Sachen wie Grafiken, die einmal erstellt wurden, raufkommen, nachdem sie erstellt wurden, wo Sachen wegsortiert werden, alte Projekte und. Ja. Browser habe ich eingerichtet, VS Code habe ich eingerichtet, Steam habe ich eingerichtet, ich habe auch schon ein paar Spiele runtergeladen, unter anderem halt Planet Crafter, da werden wir heute dann noch reingucken, weil da hatte ich ja angefangen und ich dachte mir, das wollen wir dann auch erstmal zu Ende bringen. Vielleicht schieben wir kurz, ach nee, aber das habe ich alles noch nicht da, irgendwas anderes zwischen. Ich habe die ganzen Launcher immerhin runtergeladen, Epic, EA, Ubisoft, Steam, bla bla bla. Goodwill Games fällt mir gerade auf, da habe ich auch noch Spiele. Das sind also Sachen, die man sich auf jeden Fall noch angucken muss. Na. Aber es ist echt komisch halt, dass OBS einfach nicht die Einstellung gänzlich übernommen hat. Wundert mich so ein bisschen. Also warum das so ist, kann ich mir jetzt nicht so gut erklären. Weil jetzt fehlt mir hier auch der Kickstream, sehe ich gerade in den Docs. OBS, Kickstream, Chat. Das war ganz simpel, man brauchte nur diese eine URL. Kick.com, Kick Username / Chatroom, irgendwie so, nicht? Genau. Name Kick Chat. Also es sieht dann halt einfach auch so aus, nicht? Und dann kann man das im OBS mit einem Custom Browser Dock einfach andocken. Finde ich sehr praktisch. Also machen wir das doch mal. So, das werde ich mir jetzt auch andocken. Kann man das über die ganze Breite andocken? Das wäre irgendwie cool, wenn das Ding nur über diesen beiden wäre. Ne, genau, falsch rum. Also, kann ja auch das mal kurz zeigen. Hier steht ja nichts Verwerfliches. Das kann man zu. Ich will das eigentlich nur hier drüber andocken. Aber er lässt mich das so oder so andocken. Ich will das eigentlich genau umgedreht. Müssen wir mal gucken, was ist. Wo kann ich den andocken? Auch nur hier links, rechts. Da an der Seite würde es nicht gehen. Das ist
grundsätzlich einfach blöd. Dann lieber die Statistiken über alles. Die sind viel zu groß. Man kann die halt nicht schmaler machen. Wäre schon halt cool, wenn man die irgendwo nur in klein hätte. Also ich brauche auch nicht alle davon. Das ist ein bisschen schade an OBS, dass man das nicht gut genug einstellen kann. Gerade diese Dock-Bereiche. Wäre cool, wenn es die noch irgendwie ein bisschen flexibler gäbe. Dann lasse ich es einfach oben drüber. Es ist nur dafür da, dass man sieht, dass man live ist. Für was anderes braucht man das ja eigentlich gar nicht. So. Und dann werde ich kurz mal in den eigenen Stream auch reingucken. Einfach nur wegen Audioqualität und Co. Wir müssen ja nicht den ganzen Scheiß sehen. Ich kann ja mal den Browser rüberziehen. Dann kann ich nämlich das auch gleich testen, ob das hier auch geht. Browser. Opera. Opera. Ja, wobei man jetzt sieht, oh, nicht Vorschau-Skalierung, Vollbildprojektor Vorschau, dass er das nicht richtig abschneidet. Da muss ich nochmal ran. Also haben sich einige Werte leicht geändert. Da sind wir auf jeden Fall und oben. Es ist anscheinend länger geworden. So, bei der Gelegenheit kann ich auch mal den Browser vielleicht einen Ticken größer ziehen. Da oben die Sachen, die braucht man ja selten. Ist aber auch nicht komplett überdecken. So, vielleicht. Dann ist er nicht ganz so störend. So. Achso, ihr seht ja. Die Vorschau nur. Was seht ihr jetzt? Irgendwie ist das nicht das Richtige. Browser weg. Browser hin. Ach doch, ich sehe mich selber im Kick-Fenster und ihr seht das abgeschnittene Kick-Fenster. Ne, seht ihr nicht. Ihr seht das Mitrahmen, warum sehe ich es in der Vorschau? Jetzt ist es richtig, aber warum hat er nicht gewechselt bei euch? Interessant. Das war komisch. Ich wechsle mal so. Okay, jetzt klappt's. Merkwürdig. Okay, hören wir mal kurz rein. Merkwürdig. Okay, hören wir mal kurz rein. Ich finde, glaube ich, das klingt eigentlich gar nicht alles so schlecht von der Audioqualität. Okay, hören wir mal kurz rein. Ich finde, glaube ich, das klingt eigentlich gar nicht alles so schlecht von der Audioqualität. Ja, ist doch okay. Videoqualität, ja gut, geht so, nicht? Durchschnittlich würde ich sagen. Ist jetzt vielleicht auch blöd, den Browser im Browser zu haben, diese Inception. Aber grundsätzlich denke ich, ist die Qualität besser als vorher. Ist halt HD. Oh. Muss reichen, nicht? Okay. Dann haben wir das auch erstmal getestet. Wunderbar. Fehlen noch Sachen? Habe ich noch Sachen nicht erwähnt? Haben wir noch Sachen nicht gemacht? Also von den Teilen, die gekommen sind, wie gesagt, bin ich eigentlich begeistert. Also gerade Grafikkarte war recht groß, aber unkompliziert. Was mich gewundert hat, es lag zum Beispiel nichts dabei im Karton. Also weder ein Adapterstecker, noch ein Handbuch, noch irgendwas. Es war einfach nur die Grafikkarte. Okay. Ich meine, man kann ja schon froh sein, dass die Grafikkarte drin lag und nicht irgendein Milchshake oder irgendwas anderes, ein Backstein oder sonst was. Von daher, okay.
bin ich schon mal zufrieden gewesen. Einbau war auch unkompliziert. Mein Mainboard und mein Gehäuse haben sogar schon extra eine verstärkte Rückplatte gehabt. Also das Mainboard hatte an der Stelle extra ein Metallstift, der in das Mainboard ragt, wo das Mainboard eine Halterung hat, und hat da extra die Verstärkung und das genau an der Stelle, wo hinten die 4070 auflegt. Das heißt, das ist echt gut gemacht von Be Quiet und auch von ASRock. Da ist auch auf der Rückseite halt eine verstärkte Plattung, die von einer CPU ausgeht dran. Das ist alles sehr solide und ich muss auch sagen, bei dem Mainboard, die Qualität ist inzwischen ja auch eine ganz andere geworden. Früher musste man hinten bei dieser Blende irgendwas rausfummeln und dann passen, dass die einklackt und sowas beim Ranschieben. Das ist jetzt alles einfach passgenau auf den Millimeter. Da muss man nicht irgendwie großartige Spirenzchen machen. Ja. Und sehr viel Zubehör bei allen Teilen sonst dabei, bis auf bei der Grafikkarte. Also ganz viele Be Quiet Klettverschlüssel, um die Sachen ordentlich mit Verkabelung zu machen. Sehr, sehr gut. Also das ist jetzt alles erstmal ordentlich verstaut. Ich habe auch noch Bilder im Petto, die werde ich dann auch die nächsten ja, Tage, Wochen zur Verfügung stellen. Aktuell muss ich nur nämlich aufpassen, die EXIF-Daten immer zu removen. Das dauert halt ein bisschen und ich muss sie erst runterladen. Ich habe das aber alles so ein bisschen dokumentiert, damit ich da auch mal Einblick geben kann, wie es denn jetzt aussieht. Ich kann auch mal ein Bild von dem Rechner vorher machen, der ist total zugestaubt. Also, das ist wow. Dass der überhaupt noch lief, ist ein Wunder. Da ist eine richtige Patina aus Staub drin inzwischen. Obwohl vorne ein Staubfänger drin ist und hinten und seitlich und der eigentlich hermetisch zu sein müsste, ja, hat das irgendwie nicht gereicht. Also der ist komplett zu und auch der neue ist schon wieder total eingestaubt. Also es ist so staubig aktuell in diesem Zimmer, obwohl ich erst Staub gewischt habe und letzte Woche auch gleich zweimal Staub gefahren bin. Es ist hier immer wieder. Wenn ich Fenster aufmache, es kommt so viel Staub rein, ist es echt verrückt. Ja. Okay, also. Jetzt habe ich nur ein Problem, genau. Da müsste ich noch mit euch drüber reden. Und zwar, der Rechner ist wesentlich größer, das Gehäuse, was es auch wesentlich bequemer macht, als das vorherige Gehäuse. Ja. Dementsprechend kriege ich es nicht neben meinen Tisch hin. Und der Raum ist zu klein, um hier noch den Tisch nach rechts zu schieben. Das heißt, ich muss irgendwie wahrscheinlich umbauen. Aktuell ist der Rechner unterm Tisch und wärmt meine Füße. Also für den Winter würde ich das vielleicht sogar so stehen lassen. Aber für den Sommer merke ich halt diese 50 Grad Abwärme, die aktuell rausgeblasen werden, doch schon sehr, sehr deutlich. Jetzt sind sogar gerade 73 mal. Ich weiß halt auch nicht warum. Die GPU ist gerade runtergegangen, dafür ist die CPU kurz hochgegangen. Also ganz interessant, wie der sich da verhält. WLAN hatte auch kurz Dinge. Interessant. Als ob eben kurz irgendwas reingekommen ist. Wie so ein Heartbeat sieht das aus. Piep. Piep. Piep, piep, okay. Es lebt. Oh, aber da ist eine, wie heißt das? Sinusverwerfung. Das ist nicht gut. Eine Arrhythmie. Der Patient ist tot. Scheiße. Ja. Okay. Aber mein Netzwerk sendet alles raus, ja. Ich sehe 286 verworfene Netzwerkframes jetzt doch schon insgesamt. Das ist doch schon ein bisschen was weggebrochen zuvor, ja. Interessant, interessant. Das habe ich früher nicht gesehen. Aber gut, das WLAN-Ding steht jetzt auch unten auf dem Rechner und nicht oben auf dem Tisch, wo es hin müsste, damit es eine bessere Strecke hat. Das muss jetzt quasi durch mich durchgehen.
Das ist halt nicht so gut. Ich glaube, deswegen bricht das auch ab. Deswegen müsste ich das alles noch umbauen wieder, dass das halt funktioniert dann. Ja. Ja. Ich überlege gerade immer noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja. Aber ja, genau, mit dem Umbauen halt. Ich müsste eigentlich den Raum einmal spiegeln, dann hätte ich wahrscheinlich ein paar Zentimeter mehr Platz auf der einen Seite. Dann müsste ich aber auch den Strom komplett anders gestalten und vor allem auch das Licht auf die andere Seite bringen. Das will ich eigentlich ungerne machen. Auch von der Fenstersituation wäre das nicht so gut. Eine andere Möglichkeit wäre, den einen Schrank, den ich hier rechts habe, in die Vertikale zu bringen. Dann würde er aber zwischen dem Fenster und mir sein. Und dann könnte ich den Vorhang nicht mehr so gut machen. Und dann würden sich da wahrscheinlich auch allerhand Spinnenzeug zwischen manifestieren. Ich würde auch nicht mehr so gut ans Fenster kommen. Ja, will ich eigentlich ungern machen, wäre aber natürlich die beste Lösung. Was zumindest den Platz angehen würde. Und auch die Handelbarkeit, weil ich muss den Rechner morgens immer umstecken. Und das wäre dann schon problematisch, mit dem schweren Rechner immer alles rauszuziehen und umzustecken. Ja, da brauche ich vielleicht noch irgend so ein Hub oder irgendwas. Ja, mal gucken, was ich mir da einfallen lasse. Eieiei. Durst. So. Ja, jetzt ist der neue Rechner da. Oh, und ich sehe Netzwerk. Nee, okay. Ich dachte schon wieder, weil hier diese Heartbeats kommen, gibt es Netzwerkaussetzer, aber das hat nichts damit zu tun. Das ist gut. Nächste Woche bin ich an der Ostsee, also da bin ich nicht da. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann handhaben. Ich werde auf jeden Fall die VODs weiter auf YouTube kommen lassen. Interessanterweise werden die echt gut geguckt, muss ich mal sagen. Also. Ich habe eine unglaublich hohe Watchtime, auch zeitlich gesehen, auf die Videos, die sehr ungewöhnlich ist. Also gerade auch City Game Studio wird ganz gut geklickt, beziehungsweise von denen, denen es geklickt wird, wird es auch noch gut geguckt. Das ist eher das Erstaunliche. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Das City Skylines Video geht für meine Verhältnisse durch die Decke mit 187 Aufrufen und einer Watchtime von im Durchschnitt 7 bis 16 Minuten ist das gigantisch. Also, das ist, die Sachen werden wirklich mal geguckt, obwohl die so elendig lang sind. Das ist ja eigentlich eher ein Backup. Ja. Aber bin ich auf jeden Fall. Ja, erfreut, nicht? Wenn die Sachen auch mal ein bisschen Response bekommen, ist das ja auch was Schönes, als wenn man immer komplett, ja, keine Response bekommt, nichts mitbekommt, nichts los ist.
Okay. Kickchat habe ich. So. Fangen wir schon mit Dings an. Raum umbauen habe ich erzählt, Rechner habe ich erzählt. Fotos kommen, die muss ich vorbereiten. Ist noch zu irgendwelchen Teilen was zu sagen? Einbau der CPU, super easy, idiotensicher heutzutage, man kann nichts umknicken, man darf sie nur nicht falsch rum reinlegen, dann funktioniert alles. Auch im Gegensatz zum Intel-Sockel ist die Installation von Lüftern viel, viel einfacher bei ARM 5 und schon früher bei ARM 2 war es auch viel, viel einfacher. Also das hat schon Minuten gedauert. Bei Intel habe ich teilweise geflucht, weil man durch den Lüfter mit einem langen Schraubenzieher schrauben musste und dann gleichzeitig an drei Stellen und sonst ist es abgefallen. Man musste den Rechner immer hinlegen und umlegen. Es war alles hier gar nicht so notwendig. Ja, was notwendig sein könnte, ich habe jetzt halt die Standard-Leitpaste drauf. Ich glaube, da muss ich nochmal eine neue holen. Mit der fühle ich mich irgendwie nicht ganz so geil, nicht? Aber ja, hey. Ich meine, ist halt so. Ich hätte zur Not haben wir hier auch, glaube ich, noch irgendwo einen ARM-ROC rumliegen. Ein ARM-ROC. Dark-ROC. Dark-ROC 4. Den könnte ich auch einbauen, aber da habe ich dieses Set nicht. Das müsste ich dann holen, um das auf den ARM5-Plattformen zu kriegen. Obwohl das wahrscheinlich eh identisch ist. Also, glaube, da könnte ich auch die Sachen, die ich jetzt abnehme. Was ein bisschen schade ist, was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist, dass ich jetzt nicht sehe, dass der Rechner RGB-LEDs hat, weil die immer von mir wegzeigen. Das ist ein bisschen, ja. Schade. Da muss ich mal gucken, wie ich das stellen kann. Ich meine, ich habe extra ein Seitenteil offen, ein paar LED-RGB-Sachen verbaut, damit es ein bisschen Licht mit abgibt. Und jetzt sieht man aktuell natürlich noch nichts davon, weil er eh gegen eine Wand steht. Okay. Aber dass man den irgendwie noch ja, hervorhebt und ein bisschen mehr darstellt. Und ich sehe, ich glaube, ich hatte gerade schon wieder eine Unterbrechung. 438 verworfene Frames. Also das mit dem Netzwerk macht mich hier echt unglücklich. Ich meine, ich kann es auf den Tisch stellen. Aber da wird es mir runterrutschen. Spätestens, wenn ich mit dem Mikro irgendwas mache. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wo der steht. Ja. Also ich habe auch neue Treiber installiert. Da gab es irgendwie mit der letzten Version, die ich installiert hatte, anscheinend, die habe ich vorgestern nur so runtergeladen, irgendein Bug. Der wurde behoben. Jetzt habe ich heute die neueste Firmware installiert. Seitdem bricht zumindest das Netzwerk nicht mehr weg. Das ist schon mal ein Erfolg. Das muss ich vielleicht noch sagen. Also so grundsätzlich, was mich bei der AMD-Sache gestört hat, die ich bei Intel so nicht wahrgenommen hatte, ist, dass die Software-Seite, also was Treiber und Chipsatz und Co. angeht, ziemlich buggy sind. Also wenn du da nicht die neuesten Versionen hast, kann es sein, dass dein Gerät gar nicht richtig startet und du erst manuell diese Sachen holen musst. Das ist schon ein bisschen hart. Ja, also das hat nicht mir nicht so gut gefallen. Bei Intel wirkte das zumindest früher immer erstmal, du kannst alles machen und dann kannst du updaten und irgendwelche Spezialsachen funktionieren besser. Also als ob das solider war. Kann natürlich jetzt auch nur eine gefühlte Sache gewesen sein. Aber ich weiß nicht. War hier doch, also einerseits das Audio hat alle paar Sekunden geschnarrt. Beziehungsweise nicht mal Sekunden, es war echt eher, als ob so ein Buffer überläuft, dann schnarrt er und dann war es wieder okay. Da musste man dann den Chipsatz neu installieren, den neuesten, dann war das weg. Dann beim Netzwerk musste ich die Treiber neu installieren, zusätzlich zu den USB-Treibern und den anderen Netzwerktreibern vom Gerät, damit das funktioniert. Also, das war alles so ein bisschen. Oh, also,
Und was ganz super ist, wenn man Windows installiert, obwohl man es gerade gestern runtergeladen hat oder es gerade aus dem Netzwerk runtergeladen wird, kriegt man veraltete Treiber. Also dann installiert er irgendwelche alten Nvidia-Treiber, anstatt die von gestern zu nehmen. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen schade, dass das nicht alles automatisch geht und man dann immer doppelt installiert und runterlädt. Das ist ja auch eine Netzwerkbelastung und Internetbelastung, die einfach nicht sein muss. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass 10.000 Rechner einfach immer mal zweimal den Nvidia-Treiber runterladen, das ist ja auch nicht gerade wenig, und wenn das pro Sekunde läuft, weil so viele Rechner oder so installiert werden, also weltweit ist das, glaube ich, dann auf andere Programme hochskaliert, echt eine Menge unnötiger Scheiß, der da einfach auch eine Belastung dasteht, zusätzlich zum Spam. Also ich glaube, das Netzwerk könnte wesentlich effizienter sein, wenn man nicht einfach solche Entscheidungen trifft und andere Wege gefunden hätte, sowas zu integrieren. Und das muss ich vielleicht noch erzählen, die Windows 11 Installation lässt sich nicht aktivieren mit dem Windows 10 Pro Key. Warum auch immer, das ist noch spannend, warum nicht. Anscheinend ist der Single Place Installation. Muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie rüberkriegen kann, weil ich den alten Rechner ja nicht mehr habe. Also, ich fände das, also dieses einmal auf einem Gerät installieren, irgendwo komisch. Ansonsten muss ich mir halt einen Key kaufen, weil ich will ja auch nicht irgendwas anderes nehmen. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich eine Home-Version genommen, wobei die nicht zum Download angeboten wurde, wenn man von der Pro-Version den Download startet. Das war auch interessant. Also, ja, man muss immer mal gucken, ob man da irgendwie das ändern kann, wenn das nicht geht. Er wirft mir auch mit, also ich habe zwei Keys, einen ganz alten und den ich aktuell habe. Und mit beiden wirft er mir halt unterschiedliche Fehler, dass irgendwas nicht passt. Der eine ist irgendwie Netzwerk nicht erreichbar. Ja, okay. Keine Ahnung, was das im Detail ist. Muss ich mal gucken, warum man da so rumzickt. Deswegen kann ich auch Windows jetzt noch nicht so personalisieren und habe da eher den Standard drin. Und ja, vielleicht bevor wir aber jetzt von dem Thema Hardware und zu Planet Crafter rübergehen, vielleicht doch noch mal. Okay, Steam startet nicht, das ist sehr gut. Warum nicht Steam? Weil es schon offen ist, warum gehst du denn nicht einfach auf? Gucken wir noch mal in Steam vielleicht ein bisschen rein, was da so reingekommen ist. Ich war jetzt 2 Tage gar nicht drin. Vielleicht hat sich da ja irgendwas ergeben. Was haben wir denn hier? Media Maker? Da wollte ich unbedingt mal ein Let's Play zu sehen, bevor ich mir das hole. Ist so eine Art Tower Defense. Grafisch mittelmäßig. Manche Sachen sehen gut aus, andere sehen wieder sehr simpel gehalten aus. Ja, muss man mal gucken. Weiß nicht, ob das wirklich so spaßig ist. Vor allem für den Preis bin ich eher geneigt zu sagen, ne, nicht meins. Jagged Alliance, da haben wir ja schon drüber geredet. So ein XCOM-mäßiges Ding. Above Snakes, ja, da könnte man nochmal drüber reden. An sich ein sehr schönes Spiel. Man baut seine eigene Welt über so Teils, die man sich erarbeiten muss, zusammen und kann verschiedene Teils freispielen und, wie man hier sieht, sich so eine Lore zu machen, kriegt auch Aufgaben, dass man zum Beispiel verschiedene Teils aneinandersetzen muss und baut seine Hütte aus, muss craften, Ressourcen sammeln, erlebt eine Story, die ein bisschen komisch ist, muss man auch dazu sagen. Aber ansonsten alles auch süß gemacht, schön gezeichnet und auch das hier mit der Karte selber zusammenstellen und Point of Interest und so ist alles super und auch das Crafting ist spannend. Was halt nicht so geil ist, ist, es gibt Gegner, ich sag jetzt mal nicht welche, und die kommen halt auf einen zu und greifen einen an und was ist so flaky zu kämpfen in dem Spiel, dass es nicht wirklich Spaß macht. Deswegen habe ich es mir auch nicht geholt, sonst hätte ich da super Bock drauf.
Aber das war eher so ein Ding, die Steuerung war scheiße. Tectonica hatten wir uns neu schon mal angeguckt und drüber geredet. Ja, ich habe Foundry gespielt, nicht? Und ich habe, na, wie heißt das? Satisfactory 6, 5, 6 und 7 gespielt, nicht? Da warte ich jetzt auf die 8, bevor ich dann nochmal nur anfange und dann mal wieder richtig anfange. Also die 7 habe ich nur ein bisschen gespielt, eine Stunde oder zwei. Die 5 habe ich exzessiv gespielt und die 6er. Natürlich aneinandergrenzend hintereinander weg. Aber ja, hier ist es halt einfach ein Automatisierungsspiel. Nicht? Also klar, kann man mögen, aber für mich irgendwie eins von vielen und für den Preis, ja, kann ich mir auch Foundry halt holen. Traverse Rest, da habe ich bei Hirnsturz sehr viel zu gesehen. Ja, es ist niedlich und langwierig, aber irgendwie ist es dann irgendwann nur noch Grind gefühlt. Mit sehr langsamem Progress teilweise. Aber man muss ja auch craften, seine Taverne aufbauen, Stories meistern, verschiedene Leute zufriedenstellen, verschiedene Ressourcen, Essen machen. Ja, all so eine Sachen. Vielleicht mal, wenn viel Zeit ist, aber ich glaube eher für die nächsten, also nicht dieses Jahr, sondern ist ja noch Early Access, renn nicht weg. Aber kostet gerade 11,09 €, also an sich nicht mal uninteressant, das zumindest zu kaufen, aber das wäre jetzt eins, das kann ich mir auch später kaufen. Ich weiß, ich werde erstmal nicht zu kommen, es zu spielen. Shadow of Doubt, das finde ich super interessant, aber ich weiß, ich würde es nicht lange spielen. Das ist eher so eine Sache, wo ich mega gern zugucken würde. Ich finde den Grafikstil ist atemberaubend schön gemacht. Detektiv ist ein Genre, also auch in Serien, was leider immer auf dann, wie heißt der gute Sherlock Holmes runter reduziert wird. Sei es hier bei, wie hieß die Serie mit John Nolan jetzt in der Rookie-Serie. Nee, nicht Elementary, das war der andere. Ich komme jetzt nicht drauf. Ja, auf jeden Fall wird das immer so Richtung Sherlock Holmes, Genie, weiß alles, ist aber komisch im sozialen Umgang reduziert. Finde ich ein bisschen schade. Aber grundsätzlich ist Detektiv halt super spannend. Fand ich bei The Expanse zum Beispiel sehr gut umgesetzt. Hat mich total angefixt. Oder auch bei Altered Carbon oder Carbon. Gerade der Anfang und auch mit der Polizistin war super spannend, wie die da ja auch ihre Untersuchungen anstellen und die Sachen auch versuchen zu lösen. Und hier, ich meine, Sandbox, irgendwelche Sachen passieren, auf die man reagiert, die Welt reagiert auf einen. Man muss halt Dinge herausfinden und da geht's halt so los. Ich bin da nicht so gut drin. Und dann macht es mir auch irgendwie nicht Spaß, da ewig so die Sachen abzusuchen. Und wenn es einfach nur so ist, geh dahin, klick das an, geh dahin, dann ist halt auch wieder langweilig. Deswegen ist es grundsätzlich nicht meine Art von Spiel, aber ich finde es trotzdem super interessant. Ist genau wie Monkey Island. Monkey Island ist ein Spiel, was ich nicht spielen könnte, weil ich einfach, entweder bräuchte ich eine Komplettlösung und dann bräuchte ich es nicht spielen, oder ich würde nie auf die Lösung kommen, selbst auf die einfachsten nicht. Also ich weiß nur, ich habe Monkey Island 2 mal angefangen, mit der Rotze an der Wand von dem einen Typen und dann wurde das Geld weggeschüttelt. Schon allein da. Und bei den Monkey Island 4 oder was rauskam, weiß ich noch genau, da stand ich rum und dann kam ein Wetterhahn. Musste irgendwie auf eine Kugel gesetzt werden und die musste dann auf irgendwas anderes kombiniert werden und schon hatte man irgendwas. Oh, es war so total so abstrus, wo ich dachte, was? Also, das war für mich keine Lösung in dem Sinne, dass es irgendeine Logik hatte, sondern es war einfach,
man musste irgendwie, also vielleicht gibt es eine Logik, aber dann nicht eine, die ich verstehen kann. Und ich hoffe mal, dass das hier irgendjemand spielen wird, sodass ich es nicht selber spielen muss, weil grafikmäßig finde ich es halt super interessant, nicht? Also wäre schon schön, das mal irgendwo dann zu sehen. So. Ja, ich finde auch, die Kamera ist. Die hat da irgendeinen Modus drin, nicht? Muss mal kurz gucken. Webcam. Video konfigurieren. Ich glaube, die hat hier sowas wie Kompensation bei weniger Licht. Ja. Irgendwas hat die da. Ich kann nochmal die Belichtung neu machen. Fokus neu machen. Ja, so vielleicht in irgendeiner Weise, nicht? Man sieht auch mal schön, wo ich den Fahrradhelm getragen habe. Ah, ganz klasse. Alles klar. Ja, also grundsätzlich ein schönes Spiel, vollständig simulierte Sci-Fi-Noir-Stadt, voller Verbrechen und Korruption. Denk wie ein Privatdetektiv und nimm Jobs an. Und da hört es halt für mich auf. Und man muss im Großen einen Serienmörder fangen. Aktuell 15,99. 20% Rabatt. Was haben wir noch für Spiele? Mini-Metro, ja, ist schon älter. Oxygen Not Included. Outer Wilds ist älter. Meteor Maker hatten wir. Homeseek. Okay, kenne ich nicht. Da müssen wir mal reingucken. Postapokalyptisches Survival-Strategiespiel, das auf einer dystopischen Ressourcen am Erde am Anfang des nächsten Jahrhunderts spielt. Das ist auch so ein, einfach so ein hingerotzter, generischer Satz, oder? Also, ein postapokalyptisch, okay, Survival-Strategiespiel, okay, ist schon mal so irgendwie 0815, das auf einer dystopischen Ressourcen am Erde, okay, Anfang des nächsten Jahrhunderts, okay, ja, holt mich jetzt storymäßig so null ab, nicht? Oh, in einer Einöde, Wasser ist wertvoller als Gold, wirklich. Na Mensch, wenn ich solche Spiele nicht zuhauf hätte und Entscheidungen sind Auswirkungen und Menschen ja protestieren einfach dann wild umher und weiß nicht. Kommt natürlich drauf an, wie die Mechaniken so sind vom Aufbau her. Ich sehe hier, man muss Pipelines bauen und Sachen transportieren, wahrscheinlich Wasser zur Farm, weil sonst kann man nichts anbauen. Aber das ist halt dann auch wie diese Mars-Survival-Spiele, nicht? Die alle relativ ähnlich funktionieren. Okay, man kann aber mehrere Standorte haben oder man kann da hinreisen. So ein bisschen Richtung. Okay, jetzt ist Frostpunk nur mit Sonne. Alles klar. Das erklärt's. Das heißt, es gibt Sandstürme und das wird heißer. Und wenn es heißer ist, braucht man mehr Wasser. Das heißt, man muss Wasser speichern und vorsorgen. Und wahrscheinlich muss man Wasser auch dann gut isoliert sichern unter der Erde oder so, weil es sonst verdunstet. Und am Ende kommt der große Sonnensturm. Und danach kommt der große Regen und alles ist erstmal wieder gut. Die Erde wird grün. Okay. Kann man sich schon vorstellen, wohin das geht? Und auf dem Weg sterben Leute an Hitzeschlag. Man muss für Kühlung sorgen. Wahrscheinlich gibt es irgendwo den großen Kühlgenerator, der alle versorgt. Oder so, oder das große Eisbecken, keine Ahnung. Ja, es ist halt. Ja, Panorama hatten wir uns schon angeguckt. Kostet zwar nichts, aber. Dann spiele ich erstmal Terrascape zu Ende. Aquatico, ja. Aquatico ist quasi das gleiche wie das eben, nur unter Wasser. Muss Pipelines machen, um die Leute mit Ressourcen zu. Steam? Mit Ressourcen zu versorgen. Mit Ressourcen, danke Steam, mit Ressourcen zu versorgen. Ja. Genau, und es gibt nicht alle Ressourcen, ich muss das genau einteilen. Ich kann
Wo war das jetzt? Da. Ich muss irgendwelche Orte erkunden. Dann kommen die großen Katastrophen, die man überleben muss. Dafür muss man Vorräte gesammelt haben. Ja, nicht? Also, es ist halt immer das Gleiche. Da, irgendwie fehlt da immer die Würze, die Unterscheidung macht zu den anderen Sachen. Irgendwie ein Wirtschaftsfaktor, ups, da wollte ich jetzt nicht draufklicken, Wirtschaftsfaktor oder irgendwas. Papers, Please ist auch alt. Plan B, Terraform, ja. Juni-Update, Fountains of Youth ist halt auch, ja, ist halt auch ein Survival-Spiel. Aber weiß jetzt auch nicht, grafisch jetzt auch nicht so herausreißend. Da gibt es auch die anderen, die man spielen kann. Ja. Überzeugen mich alle nicht so wirklich. Was jetzt auch wieder möglich wäre, wäre vielleicht Seven Days to Die zu spielen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ein bisschen was Aufregenderes. Weil grundsätzlich dürfte das mit dem Rechner wieder funktionieren. Der letzte ist halt immer abgestürzt, weil es einfach nicht geklappt hat. Kann natürlich auch im Spiel liegen. Der ist wirklich einfach hart gefreezed, ohne erkennbaren Grund. Also eigentlich nicht zu warm, Auslastung auch eigentlich nicht zu hoch. Und jetzt mit dem könnte das eigentlich auch wieder klappen. 350 Stunden haben wir da schon drin. No. Okay. Dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt zu Planetcraft darüber. Das habe ich nämlich als eines der wenigen Sachen immerhin schon installiert. Ich habe auch geguckt, das lief zumindest auf dem... Oh, falscher Bildschirm. Kann ich den hier einstellen? Fullscreen Mode. Game Options. Auf den anderen Bildschirm ziehen. Ein Enter. 1920x1080. Das ist laut. Oh. 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 Eieiei. Oh ja, alles auf 100%. So, Musik manchmal runter. Passt doch, oder? Okay. Mal gucken, ob das mit dem Abgreifen jetzt alles so gut klappt. Ich behalte auch mal ein bisschen die Temperatur im Auge. Und ich würde sagen, dann fangen wir an. Genau, Survival 5. Sieht erstmal alles gut aus, oder? Beobachte mal kurz. Sieht jetzt auch nicht zu verschwommen aus, nicht? Wenn ich mich ein bisschen schneller drehe, verpixelt's dann oder rausgehe. GPUs bei 29%. Ach ja, Grafik müssen wir mal gucken. Very high, Maximum. Oh, okay. Wenn man zurückgeht, dann geht er zum Hauptmenü. Aber ist ja kein Problem. Was sagst du jetzt? 30%. Und ich kann noch die Kategorie jetzt ändern, nicht? Nein, oh, ich hasse diese... Okay, ich tippe das jetzt vor, es nervt halt einfach. Also dieses
Eingabefeld von Kick, das ist aus der Hölle. Also wer das erfunden hat, unglaublich. Das ist so nervig. Das kann es echt nicht geben. Warum hat er eigentlich mein zuletzt geöffnetes nicht geöffnet? Weil ich es verschoben habe, da hat er recht. Und zwar dahin. Und warum sieht es jetzt wieder so anders aus? Wann hat das richtig angezeigt? Komisch. Ich dachte schon, die hatten eine Verbesserung. Alles klar. So. Wenn er nicht will, dass das Planet da. Ja. Der Bot datet sich leider nicht ab, würde ich sagen. Okay, der ist noch auf Chatting, aber ich sehe, die Kategorie hat sich geändert. Wunderbar. Also Temperaturen und das in Vordergrund und dann zurück zum Spielen. So, nochmal die Einstellungen gucken. Audio vielleicht noch ein bisschen kleiner, die Musik. Die ist doch dann sehr energisch manchmal. Pausing ist an, Grafikqualität ist Maximum, Sichtfeld nehmen wir mal vielleicht auf 70 hoch. Bildschirmzittern mache ich wieder auf 30 oder 40 oder sowas. Das ist echt sonst sehr extrem. Oh, ich drücke da immer zurück ins Hauptmenü. Das, weil ich nicht mitkriege. Naja, okay. So ist es halt. Gerade hier bei so Gräsern, da müsst ihr Probleme haben. Immer noch. Eieiei. Ist sehr lebhaft, würde ich die Grafik bezeichnen. Ui, warum ist denn das so intensiv grell? War es das beim letzten Mal schon? Ist mir das gar nicht aufgefallen? Auf den Sauerstoff sollte ich achten. Wo waren wir denn? Also wir haben auf jeden Fall schon Blumen, wir haben Gras. Wir können ja mal unsere Statistiken angucken. Sauerstoff, der geht nicht schnell genug hoch. Wärme, Luftdruck, passt. Biomasse. Ich würde aber sagen, wir konzentrieren uns trotzdem erstmal darauf, nochmal ein paar von diesen Bohrern zu machen. Dafür brauchen wir aber noch Kernreaktoren. Und für die bräuchten wir ein paar Superlegierungen. Die haben wir gerade, glaube ich, nicht. Genau. Deswegen werden wir die holen gehen. Rucksack ist leer. Ich weiß auch, wo es die gibt. Von daher wäre das jetzt die nächste Anlaufstelle. Gibt es nämlich da drüben überall gut verteilt. Hier unten ist ja Aluminium. Achso, wir haben noch kein. Okay, das heißt, wir holen die Dinge. Ja, wir holen die Superlegierung und dann bauen wir uns als erstes mal ein Jetpack. Und was ich sehe, ich muss noch die Gamecam nicht ausschalten. Vielleicht so ein Zentimeter runtersetzen. Nee, immer noch. Ja, dann passt. GPU ist bei 25%, CPU ist bei 36%, also alles super easy. Temperatur der CPU ist aber bei 80 Grad, also das verstehe ich halt nicht. Die macht nichts, ist aber trotzdem super heiß. Da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich sie anders eingesteckt kriege. Es ruckelt ein bisschen gefühlt.
Ja, stottert ein bisschen. Es kann daran liegen, dass ich es jetzt im anderen Modus halt laufen habe. Oder auf Maximum. Vielleicht ist das Spiel auch nicht optimiert. Könnt mal V-Sync ausmachen. 120 Hertz gehen. Oder weil ich das View Field erhöht habe. Wir könnten auf Maximized Window mal gehen. Ah, hier zurück zum Hauptmenü. Da oben ist zurück zum Spiel. Wirkt besser. Ja. Aber jetzt habe ich Tearing. Okay. Ach so, weil der Bildschirm kann... Ach ja, das ist der Bildschirm, der auch nur 60 Hertz kann. Alles klar. Dann sollte ich da auch nicht 120 einstellen. Ja, das wäre vielleicht die einzige Anschaffung, die man dann halt mal machen müsste. Hallo Logical! Einen neuen Bildschirm machen, der hier ist von 2012 oder 13. Könnte sogar von 2011 sein. Das ist der erste 27 Zoll Monitor, den ich jemals hatte. Dementsprechend ist die Technologie, die er verwendet, auch entsprechend alt. Eigentlich sind hier oben überall... Da sind sie. Superlegierung. Das ist ein bisschen laut, oder? Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie laut das für euch ist, weil ich auch Sauerstoffprobleme gleich krieg. Wir müssen kurz gucken, wo ist denn unser... Wir haben hier irgendwo ein Häuschen dahinter, glaube ich. Dann gehe ich kurz Sauerstoff. Ich habe das verdaddelt mit Einstellung machen. Den Sauerstoff. Aber jetzt ist ruckelfrei. Das ist gut. Wie geht es dir? Wie steht es bei dir? Da. Unsere Sauerstoffbarke. Wir haben links auch noch irgendwo eine, aber ich glaube, da müsste ich halt runterspringen und ich wollte nicht runter. Das ist sehr laut, oder? Oder ist es nur bei mir laut? Ich glaube, das ist nur bei mir laut, nicht? Ja, anstrengende Tage gehabt. So, ich mach mal einfach bei mir leiser. Mit dem neuen Rechner habe ich gerade alles lang und breit erzählt. Aber jetzt ist alles da, alles eingebaut und ich bin wieder da. Jetzt können wir die nächsten Tage, also ich sag mal so, Montag um, ich hoffe 15 Uhr werde ich Feierabend haben. Und dann bin ich im Urlaub. Und ich fahre erst Freitag weg. Das heißt, da sind ein paar Tage Zeit. Um einige Dinge zu erledigen. Und Spiele zu spielen. Vielleicht 2 Streams am Tag? Mal gucken. Irgendwie so. Dann kann ich die auch besser hochladen. Ich brauche nämlich noch Content. Für die Zeit, wo ich nicht da bin, dass ich da vielleicht 2 Folgen oder so hochlade. Okay, hier hinten liegen keine mehr. Nur an die Ostsee, also nichts Besonderes. Familienbesuch. Eher Pflichtbesuch. Aber muss ja auch mal sein. Bisschen weg vom Rechner, auch wenn der Rechner neu ist und natürlich sehr lockt, nicht? Aber mir ist das echt zu intensiv. Das ist irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe das für euch zu leise gemacht, aber die Soundeffekte, also eigentlich sind eher die Menüeffekte, glaube ich, das Problem. Aua. Ah, ich habe mir die Temperaturen weggehauen. Wird die nämlich nebenbei überwachen. So. 75 Grad. Aber warum die CPU so extrem hier hochgeht?
Ja, da muss ich nochmal underwalten, denn ich habe schon den Beitrag gefunden, wie man das macht. Das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend. Okay, nehmen wir hier einmal Eisen mit. Hier war auch noch irgendwo ein... Mikrochip, dachte ich. Hier, da war er. Ach, den hatten wir mitgenommen. Okay. Was hatten wir in der Kiste noch was? Oh ja. Ja, nehmen wir auch mit. Dann müssen wir hier nicht mehr rein. Dann sind wir fast voll. Ich wollte ja eigentlich die anderen Sachen holen. Oh, und wir haben kaum Sauerstoff. Oh, wir haben kaum Sauerstoff. Das habe ich irgendwas... irgendein Steam-Overlay. Das muss ich mal ausschalten. Das ist so eine Sachen... Aua. Oh, scheiße. Essen. Nee, ein Steam-Overlay weg. Mein Gott. Also das nervt ja tierisch. Das muss ich jetzt als erstes mal ausmachen. Wann geht denn das auf? Shift und Tab. Alter. Was ist denn das? Spiel beenden. Nee, Overlay-Kacke ausmachen. Seht ihr das Overlay sogar? Ja, ihr seht das sogar. Ah, sowas hasse ich. Irgendwelche Overlays, die bei Tastenkombinationen, die man im Spiel macht, aufgehen und dann ist das Overlay und du bist aber nicht im Pausemodus in dem Spiel. Einstellungen. Steam Overlay aktivieren ist aus. Okay, ich kann es auch nicht aus einem anderen Fenster schieben. Ja, wie krieg ich's weg? 18 mal Escape oder... Aber du bist doch aus. Das ist ja auch wieder ein Klassiker, nicht? Wäre kein Spiel für dich? Was? Das ist super entspannt. Bisschen grinden, den Planet begrünen, es ist super schön. Aber ich verstehe nicht, warum das aufgeht. Ja. Das ist... Das dürfte auf jeden Fall nicht sein. Das würde ich jetzt mal als Bug bezeichnen. Ich kann jetzt mal die Tastenkombination Ü... okay. Kann er nicht. Achso, jetzt ist es Ü, nicht? Irgendwie. Ah, jetzt sterbe ich deswegen. Wo war denn unser Ding? Irgendwo war hier unsere Sauerstoffbarke, da hinten. Oh, erreiche ich die noch? Oh, das wird ganz knapp. Das wird eine ganz knappe Kiste. Ich höre gleich das Herzpumpen. Da ist es. Herzpumpen. Schaffen wir es noch? 3, 2. Eieieiei. Es ist halt grafisch nicht das beste Spiel, nicht? Das muss man halt so sagen. Aber es macht trotzdem heiden viel Spaß, den Planeten zu begrünen nach und nach. Und einfach seine Basis zu optimieren. Es ist halt super simpel. Und das gefällt mir sehr gut. Es ist halt nicht ein Spiel, was man, sag ich mal, 400 Stunden spielt. Aber für so zwischendurch, wenn man so wie ich den Rechner eingerichtet hat, stundenlang und einfach mal jetzt runterkommen muss und wirklich entspannen muss. Hier gibt's keine Gegner. Bis auf der Sauerstoff, der nerven kann. Es gibt sowieso niemanden. Man kann aber vieles entdecken, erkunden. Sowas macht mir einfach super viel Spaß. Wenn die Karte dann noch dynamisch wäre, dann wäre es noch besser. Jetzt ist sie leider statisch. Ah, ich freue mich schon. Wir müssen unbedingt dann morgen vielleicht so einen Bethesda-Tag oder sowas einlegen. Okay, wir sind jetzt voll. Können noch mal was essen, aber... Oder hier Ressourcen wegwerfen, weil ich glaube, das passt schon. Wir laufen dann noch mal ein zweites Mal hier hin, aber dann mit... Jetpack. Das dürfen wir uns jetzt leisten können mit den Superlegierungen, die wir geholt haben. Oh. Eieiei. Glück gehabt.
ein Spiel, in dem man den Fallschaden halt auch austricksen kann. Oh, kurz Sauerstoff. Ich meine, überall gibt es auch Raumschiffe, die abgestürzt sind, zu erkunden. Dann gibt es Storypoints, Punkte, also so interessante Stellen, die man erkunden kann, finden muss. Und mit jedem Update, es ist ja aktuell Early Access, kommen halt mehr Sachen dazu. Eigentlich wäre jetzt fast das Wichtigste, dass die Grafik auf ein besseres Niveau gehoben wird, nicht? Aber das macht ein Ehepaar zusammen. Von daher, sie haben halt Lust gehabt, so ein Spiel zu machen und ich finde es gut, dass sie da auch so hinterher sind und sich quasi damit verselbstständigen. Und als erstes Spiel, was sie rausbringen, ist es auf jeden Fall grundsolide und fair, was die Transparenz angeht. Von daher kann da in Zukunft natürlich noch Besseres kommen. Denke, dass sie hat halt auch als so Testprojekt angefangen und ist dann einfach immer mehr gewachsen. Wenn man die ersten Karten und die erste Version sieht, dann war das auch eher, glaube ich, so eine Sandbox, wo man einige Sachen probiert hat. So, kann ich hier Ressourcen abbauen? Das ist natürlich dann nicht reingekommen, sondern anders, dass die hier überall aufploppen. Ist zum Beispiel auch ein bisschen komisch. Aber ja. All solche Dinge. Was sind denn eher Spiele für dich, wenn das hier kein Spiel für dich ist? Ich glaube, spieletechnisch kann ich dich gar nicht einordnen aktuell. Und Prost! Ach, der Rasen ist nur total übergrünt. Skyrim wieder. Ja, das kommt auch auf jeden Fall. Also steht zumindest jetzt auf der Liste. Dass ich da nochmal reingucken werde, wenn die Zeit es noch zulässt. Aber da muss man halt auch relativ viel vorbereiten. Das ist ja auch nicht mal eben einfach gemacht. Apropos Wasser. Ausgang, Hilfe. Ich meine, die sammeln erstmal. Sie sind erst bei 77%. Die holen mal kurz das Wasser rein. Nahrung. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, dass hier nicht mehr die Tür ist. Ich renne jedes Mal hier erstmal hin. Ansonsten bist du ja Student. Aber gerade als Student hat man doch super viel Zeit, dass man sowas wie WoW spielen könnte. Ah nee, genau, wir wollten die Raketentriebwerke finden gehen. Stimmt, die wollte ich nicht bauen, deswegen habe ich die noch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir doch erkunden. Vielleicht erstmal in dieses Ding. Ich glaube, da hatten wir auch schon angefangen. Ich brauchte eine Taschenlampe da. Das war's, warum ich zurückgegangen bin. Ich erinnere mich beim letzten Mal. Es fehlte die Taschenlampe. Hahaha. Taschenlampe braucht Silizium, Magnesium. Habe ich gerade wegsortiert. Als ob ich es gewusst hätte. Aber ich kann noch den Pflanzensamen hier wegsortieren. Ja, kenne ich. Also bei mir, ich rationale... Achso, wie grad mal. Geht denn das mit dem Licht? Wie waren das? T, V, L, Y, X, Z, T? Tastenbelegung. F. Ah. G.
CPU auf 30%, CPU auf 30%. Ich meine, die alte CPU war auf 30% allein mit OBS in schlechteren Einstellungen. Das ist schon verrückt. Temperatur ist halt 70 Grad. Ich weiß halt nicht, wie warm die alte CPU war dann am Ende. Mit dem ganzen Staub drauf und allem. Ja, aber wegen Arbeiten würde dann schon... Ich rationalisiere sowas wie soziales Leben und Videogucken weg. Also sowas wie YouTube existiert zum Beispiel bei mir da deshalb nicht. Und seit ich streame, existiert dann auch für mich nicht mehr Stream gucken. Vorher habe ich mal sehr viele Streams geguckt. Ich sehe schon wieder 1000 Frames verworfen. Also ab und zu hat der so einen Netzwerkaussetzer. Ich musste echt die Position dann nachher mal verbessern. War es nicht L? Nee. F. F war Taschenlampe. Ist klar. Dann werden wir jetzt nicht diese Kisten nach und nach hier plündern. Okay, hier kann man nichts abräumen. Hier ist eine Kiste noch. Oh, es sind fast schon wieder voll. Ist dahinter was? Kann ich hier irgendwie... Ne. Crouchen? Ne. Erzextraktor, jawoll. Hier hatten wir, glaube ich, auch schon. Oh ne, hier, guck mal. Einen neuen Chip für einen neuen Bauplan. Wunderbar. Muss gleich mal aufpassen. Okay, die Sachen noch. Oh, ich weiß auch, wo ich noch hin wollte. Ja, ja, okay, wir müssen unbedingt woanders hin. An zwei ganz wichtige Stellen müssen wir. Es fängt nämlich an zu regnen. Auf dem Planeten. Wir haben es so weit getrieben mit unserer Erwärmung, dass es durchaus anfängt zu regnen. Oh, ich hätte nochmal Luft auftanken sollen. Oh, ich... Laufe ich zu dem da links oder schaffe ich es nach Hause? Ja, komm, kein Risiko, nicht? Wenn nicht, liegt die Kiste vor der Haustür. Oh, ist ja laut, der Regen. Ein soziales Leben habe ich auch nicht, keine Sorge. Das heißt, du musst halt mehr lernen oder wo bleibt deine Zeit dann? Auf jeden Fall ist es jetzt eine sehr glänzende Wüste. Aber ab und zu gibt es Ruckler, obwohl es nicht an der Grafikkarte liegen kann. Ich glaube eher an dem... An dem... Immer wenn ich im Menü war und dann wieder zurückgehe. Und jetzt ist wieder flüssig. Ich glaube, das Menü macht irgendwas. Jedes zweite Mal, wenn man reingeht, gibt es da Probleme. So, der Erzextraktor. Der gibt nämlich mehr Wärme, aber nicht so viel Wärme, nicht so viel Luftdruck wie das, aber ist eine gute Kombination und wir müssen nie wieder Ressourcen sammeln. Aber ich kenne mich, ich sammle trotzdem Ressourcen, von daher ist er eigentlich egal, weil er kostet auch 34 Energie. Das ist halt super viel. Das Einzige, was man machen könnte, man könnte ihn da hinten aufstellen, wo Aluminium wächst. Oh ne, jetzt ruckelt's wieder. Okay. Vielleicht versuch's mal so. Das war doch vorhin eigentlich ganz gut. Zumindest kein T-Ring. Oh, Titan ist voll sogar. Arbeit, Studium, etwas zocken reicht. Und ab und an Stream gucken, ja gut. Ich habe das halt immer so gemacht, Stream gucken, dann nebenbei halt Sachen machen. Weil anders kann man das ja auch gar nicht unterkriegen, nicht heutzutage. Okay, für die beiden Sachen bin ich voll. Das heißt, wir müssten... Ich brauche das so oder so nachher. Wir haben ja hier Platz. Kann ich hier gleich zwei hinmachen? Oh ja.
Dann könnt der noch ein Stück ranrutschen. Dann nehmen wir den hier nämlich Eisen 2, Titan 2. Von dem braucht man nämlich mehr als genug später. Von daher können wir die auch gleich aufheben. Und wir können mal gucken, was in den neuen Bauplan steckt. Und danke für den Follow, Pre-Sunset. Aber so habe ich jetzt Tiering, wenn ich das anhab. Also das ist schon echt wichtig, V-Sync. Das macht das schon ganz gut. Ich glaube, die Ruckler kommen auch woanders her. Also von der Grafikkarte können die eigentlich nicht kommen. Zumindest nicht, was die Auslastung sagt. Bauplan war hier nicht, nee. War denn Bauplan? Interface? Da, hier. Bauplan entschlüsseln. Eine GPS-Satellit-Rakete haben wir freigeschaltet. Ja, das wird nämlich der nächste große Punkt. Raketen hochschicken. So. Gehen nochmal Wasser holen. Wie V-Sync ausmachen und anmachen hilft. Nahrung. Okay. So, ja genau. Kann ich nochmal pflücken? Jawohl. Das ist doch sehr gut. Dann haben wir da auch schon mal einen kleinen Vorrat. Und wir essen einmal... Ja, wir nehmen den Kürbis mit. Wir werden nämlich... Oh, und wir nehmen einmal Wasser mit. Wir machen nämlich eine größere Tour. Und zwar da hinten hin. Ich kenne die Karte ja schon. Wobei auch neue Regionen dazugekommen sind. Das heißt, alle kenne ich nicht. Aber wir müssen unbedingt, bevor dieser Planet viel Wasser bekommt, uns einige Sachen angucken, weil sonst sind sie für immer weg. Unterwegs nehmen wir auf jeden Fall die Ressourcen mit, um uns eine Notunterkunft zu bauen, wenn der Sauerstoff ausgeht. Ein bisschen Eisen. Ich würde auch, glaube ich, in die Richtung und dann darüber. Dann können wir da nochmal aufladen. Wenn wir erst das Jetpack haben, dann ist es eh, gerade Jetpack Level 3, da fliegt man über die Karte in Sekunden. Und man könnte sich auch einfach den Sauerstofflevel natürlich enorm erhöhen. Ist auch eine valide Möglichkeit, wie man dann besser vorankommt, nicht? Und ich meine, inzwischen gibt es die ersten zwei Stufen von Lebewesen, Fische und Amphibien. Das heißt, der Planet wird auch irgendwann lebhafter. Ich habe heute übrigens Forza, jetzt ist es mir wieder eingefallen, Forza gespielt. Auf extremen Einstellungen. Also es sah schon ein ganz anderes Niveau aus als vorher. Muss man schon mal sagen. Also da diese neuen Technologien machen schon ordentlich was aus. Wobei ich nicht alle von diesen Nvidia-Sachen richtig gut fand. Und das AMD X-Fidelity oder wie das hieß, fand ich jetzt auch nicht so besonders. Weil ich fand, die Sachen waren dann von der KI irgendwie sehr schwammig ausgefranst am Rand. Das OSI-Modell, was muss man denn da genau erklären? Ist halt das Schichtenmodell in der Kommunikation und dem Aufbau an Programmen, wie sie miteinander kommunizieren. Angefangen über wirklich Schaltungen. Zum Beispiel, wie hieß das Protokoll von diesem Typen? Irgendwas mit M. Mercury-Protokoll? Mansory? Da gibt es irgend so ein Protokoll auf jeden Fall. Nee, hier wie die Stadt, nicht? In
Manchester-Protokoll? Ah, ich weiß es nicht mehr. Das ist auf der untersten Ebene. Das ist dafür da, dass die Daten in Netzwerken bitweise korrekt übertragen werden. Oder generell korrekt zwischen zwei Parteien übertragen werden, indem es Fehlerbehandlung und Co. schon auf der Ebene gibt. Darüber kommen dann andere Sicherungsschichten, um die Daten abzusichern. Dann kommt MAC-Adressen-Stack, um grundlegende Netzwerkfähigkeit zur Identifizierung bereitzustellen. Oder auch, ja, sowas wie, wie heißt es? Kerberos mit Login oder sowas ist, glaube ich, auch unten auf irgendeiner Ebene mit vertreten. Dann kommt TCP/IP, das ist dann schon ein höheres Protokoll. Dann kommt nochmal, glaube ich, warte mal, es ist Datensicherung, Transport, was kommt denn dann? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh, kein Sauerstoff mehr. Kuh, schnell bauen. Wir bauen das aber hierhin, ja, und dann dahin. Ah, jawohl. Perfekt. Dann kommt irgendwann Level 7. Das sind dann schon die abstrakten Protokolle, die dann von Programmen genutzt werden kann, wie HTTP. Und ganz oben Layer 8 ist immer das Problem. Ich glaube, der hatte hier noch irgendwo einen Container, einen zweiten, den man öffnen konnte. Ich weiß es nicht. Ah, nee, eine Nachricht hatte er. Ah, Skya, Missionsbeschreibung, Nachrichtenupdate. In letzter Zeit sind ungewöhnlich viele Schiffe verschiedener Konzerte im Sektor Ischel Prime verschwunden. Erreichen Sie diesen Sektor und suchen Sie nach allen Informationen, die Sie finden können. Primäres Einsatzziel. Untersuchen Sie den Sektor hinreichend und finden Sie Hinweise, Informationen zu den Ereignissen und wieso einige Schiffe scheinbar spurlos verschwunden sind. Sekundärziel. Finden und melden Sie feindliche Lebensformen, die Sie während Ihrer Mission treffen. Identifizieren Sie jedes abgestürzte Schiff und melden Sie es entsprechenden Unternehmen. Finden und zeichnen Sie unbekannte Aufenthaltsorte aller gefundenen Waren auf. Tja, hat ja nicht geklappt. Ich meine, wenn alle Raumschiffe abstürzen, ist es clever, ein Raumschiff dahin zu schicken. Da hat so typisch Manager. Du meinst den Menschen? Genau den Menschen meine ich mit Layer 8. So, wir können mal was essen und was trinken. Oh, da ist noch eine Kiste. Man sagt doch immer, das Problem sitzt vor dem Rechner und wir sagen dann immer auf Arbeit Layer 8 Problem. Das ist eigentlich ein gängiger Standard, würde ich sagen, unter zumindest Softwareentwicklern. So, und ich weiß nämlich, weil ich das Spiel ja schon öfter gespielt habe, hier hinten gibt es nämlich noch was. Ich hoffe, wir können alles mitnehmen davon. Da, eine goldene Kiste! Warte. Gold! Oh, das wäre gar nicht schlecht. Und da ist unser erstes Triebwerk nämlich. So, was nehmen wir denn mit? Auf jeden Fall lassen wir hier das Eisen erstmal. Das können wir später holen. Das nehmen wir mit. Titan können wir später holen. Wir brauchen auf jeden Fall das Iridium. Und dann sind wir auch schon voll. So. Jetzt haben wir aber, glaube ich, hier auch alles mitgenommen, was erstmal relevant war, warum ich hierher wollte. Den Rest kann man auch später dann holen. Dahin ist noch eine Höhle. Da gibt es auf jeden Fall interessante Rohstoffe. Ich weiß nicht, ob wir Osmium hatten. Ich gehe mal kurz gucken. Wir müssen nur wegen Sauerstoff aufpassen. Ich habe schon über die Hälfte verballert. Ich hoffe, ich komme dann da noch hoch. Ich will nur kurz reinlunzen. Oh ne, hier, Rot. Rot ist hier drin. Nee, Rot brauchen wir nicht erstmal. Hier ist auch noch übrigens eine Höhle. Da geht es dann nämlich rüber. Und sonst hatte ich meine Basis immer hier oben irgendwo. Entweder da oder da. Jetzt habe ich sie da.
Also alles irgendwie im gleichen Dunstkreis. Ah, ich habe noch sowas wie den Game Mode im Hintergrund an. Könnte sein, dass ich sowas noch ausschalten muss. Das habe ich alles nicht gemacht. Das habe ich erstmal auf Standard gelassen, weil ich dachte, mal gucken, wie sich unter Windows 11 verhält. Das heißt, wenn es da noch Probleme gibt, könnte man mal ohne den das probieren. Was mir jetzt am meisten Sorge macht, ist halt wirklich das Netzwerk. Aber mein fetter Körper sitzt halt auch genau zwischen dem Sender und dem Empfänger. Das ist, glaube ich, so oder so nicht gesund. Weder fürs Netzwerk noch für mich. Oh! Ich habe vergessen, dass ich nicht so viel Sauerstoff habe. Wo saß das Problem? Genau hier. Ja, jetzt kommt die Warnung, wenn man eigentlich schon nichts mehr machen kann. Oh, ich glaube, das reicht genau noch. Das ist ein bisschen unkritischer als eben. Eieieiei. Ich meine, ich habe Glück, dass ich schon das große Sauerstoffreservoir freigespielt habe. Ja, was ich noch nicht am Rechner gemacht habe. Okay, ich habe Node installiert, das auf jeden Fall. VSCode ist auch installiert, aber er ist noch nicht eingerichtet. Weil ich wollte mal gucken, vielleicht richte ich den auch nochmal neu ein. Das ist halt ziemlich nervig, aber vielleicht kann ich dann so Probleme, die ich vorher reingeholt habe, einfach vermeiden. Wäre vielleicht gar kein dummer Ansatz, das so zu handhaben. Aber ist halt auch aufwendig und da habe ich mich aktuell noch ein bisschen vorgescheut. Das ist das Einzige, was jetzt wirklich noch offen ist als großer Punkt. Und ansonsten halt nur noch Spiele runterladen nach Bedarf, wobei ich die Spiele, die ich wirklich spielen will, schon runtergeladen habe. Das ist also dann auch kein Problem mehr. So. Wie viel brauchen wir denn für unser Jetpack 2, nicht? Ja, eins haben wir. Dann kommt das erstmal zu Kram hin. Genau, wie das kommt zu Kram. Und wir gucken mal, was in diesem Bauplan drin steckte. Taschenlampe T2. Oh ja, da wir noch nirgendwo drin waren, ist das natürlich dann sinnvoll, wenn wir die bauen würden. Dann könnten wir die auch wirklich gleich einsetzen. Ich ziehe mal die Kamera ein Stück nach vorne, wenn ich nach unten gehe. Muss ich sagen, dieses Elgato-Ding ist echt cool. Ich habe es halt richtig eingestellt jetzt. Und dann kann man es wunderbar flexibel einsetzen. Nicht nur statisch. So, wir könnten halt auch mehr Nahrung herstellen. Wir brauchen auf jeden Fall nachher sehr viel Pilze und Auberginen. Sollte man nicht unterschätzen. Genau wie ich bei Pflanzen anscheinend jetzt ein zweites Lager brauche. Also Pflanzen brauche ich auch nachher 3-4 Lager. Aluminium, hier. Iridium, auch Iridium braucht man nachher mehr. Also man findet auf jeden Fall sehr viel. Und wir haben eine neue Ressource, Schwefel. Eieiei. Kobalt. Okay, dann nehmen wir mal aus Eisen 2 erstmal. Und wo ist Eisen? Titan 2. Warum heißt das eigentlich Iron? Eisen. Dann kann ich gleich 2 Schränke bauen. Wir können uns ja auch erweitern nach rechts noch mit dem... Dings, ich will nur nicht zu weit, zu lange Gänge haben. Wo ist es denn? Da. Von daher wäre vielleicht, wenn man hier rumgeht, das dann sinnvoller. Wenn ich den hier hinsetze, dann kriege ich davor keinen mehr hin. Das ist genau jetzt diese Lücke, die wir haben. Wir müssten jeden Schrank um diesen Faktor schieben, damit es passt nachher. Scheiße.
wie ich das hasse. Sogar mehr. Die stehen jetzt perfekt. Und wenn das unsere Ecke wird, ich denke, das reicht auch von der Lagermenge in diese Richtung. So viel kommt dann auch nicht mehr dazu. Okay, das heißt, können die auch mal neu anordnen. Also hier kommt Schwefel rein. Schwefel, ich weiß ja, wie viel ich von dem brauche. Dann kommt hier gleich Schwefel 2 rein. So. Dann kann ich erstmal Schwefel weghauen. Dann kommt hier Legierung hin. Legierung hat man nie genug. Weil man die immer braucht später. Von daher, die geht so schnell weg. Magnesium 2. Kann ich erstmal füllen. Magnesium. Jetzt habe ich ja Kobalt, nicht? Eisen. Hier ist Uran und Iridium. Die würde ich auch gerne woanders hin machen dann. Eher hier in den Gang rein. Weil die brauche ich immer da eher. Das würde also Sinn machen. Ja, die muss ich dann wahrscheinlich auch umstellen. Brauche irgendwo so einen Zwischenlagerschrank. Und ich muss die Pflanzen loswerden, weil dann kann ich einfach immer alles rüberziehen. Oh, hier ist auch schon Titan drin. Okay. Magnesium. Dann machen wir hier jetzt den Titan 1 und 2. Okay. Wir haben einfach zu viel Ressourcen schon. Ups. Beziehungsweise ist der Rucksack noch ein bisschen zu klein. Titan 2. So. Titan. Jetzt müssen wir eigentlich einen Geiseltausch machen, nicht? Das ist immer nervig. Oh, jetzt habe ich ihn aus dem Boden geworfen. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Zum Glück decayen hier die Sachen nicht. So. Das Titan ist auch echt gut voll schon. Dann. Ah, guck mal. Titan. Ja. Dann. Zack. Eisen kann ganz nach vorne. Dann heißt jetzt hier Silizium wahrscheinlich eher hin. Der ist sogar leer. Silizium 2. Kann ich hier alles nehmen und da reinhauen. Es ist halt ein schönes Sortierspiel, nicht? Darf man auch nicht vergessen. So, Titan 2 müsste leer sein. Perfekt. Dann kommt hier Silizium hin. Haben wir erstmal nicht. Das heißt, Magnesium, Magnesium, Titan, Titan, Silizium, Silizium. Jetzt fehlt Eisen ist hier. Okay. Oh. Krieg ich den jetzt dazwischen? Natürlich nicht, weil der Nahrung zu weit drüben steht. Ja, ja. Ah, nein! Musstest du da hinfallen? Du kleiner... Die Nahrung kommt auch woanders hin. Eisen 2.
Achso. Und Eisen. Wunderbar. Dann haben wir das hier drüben. Achso, und dann brauche ich wieder 3 für den Nahrungsschrank. Nahrung kommt nämlich eher hier so hin, nicht? Wenn man reinkommt, dass man zur Not gleich versorgt ist. Wobei, da Wasser und hier Nahrung. Und Nahrung bedeutet eigentlich nur diese Dinger hier. Und die anderen Sachen sind eigentlich eher Ressourcen. Ich packe die jetzt natürlich am Anfang mal zu Nahrung, bis wir da hinten das gebaut haben. Genau. Dann passt das. Kram kommt auch woanders hin. Nicht möglich, nicht leer. Oh, reicht gar nicht. Kommt Wasser kurz nach Kram. Ah. Bis ich nämlich jetzt hier drüben Wasser kurz hinsetzen kann. Ah. Man kommt von einem aufs andere. Ja, Wasser. Wobei man bei Wasser auch noch ein Wasser 2 bräuchte. Okay, dann setzen wir den bisschen weiter nach innen. Ich kann hier vornehmlich der andere. Dann wird das hier Wasser 2. So, dann brauchen wir noch einen neuen Schrank. Dann bauen wir gleich. Wir bauen gleich alle Sachen einfach, die wir dann später brauchen. Genau, die stehen dann perfekt. Dann kommt hier Wasser hin. Habe ich genug Platz? Ja, wir könnten auch gleich das Wasser holen. So. Dann kann das gleich hier auch rein. Okay, jetzt der Kramschrank. Einen Eisschrank könnten wir hier noch hinmachen. Ja, ja. Eis, vielleicht auf der Seite. Ich muss das Kobalt halt erstmal wegkriegen, nicht? Aber dafür müsste ich den Kramschrank wegkriegen. Gut, andererseits brauche ich diesen Eisenschrank ja nicht. Dann machen wir hier erstmal jetzt das Iridium hin. Wo wir von denen auch später 2 brauchen. Darf man nicht vergessen. Oder kann man schon vergessen, aber muss nur aufpassen, dass ich mir genug Platz lasse, wenn ich das hier machen will. Okay, die kann ich noch ein bisschen anders stellen. Dann stelle ich den lieber so ran. Das ist eine reine Sortierorgie, nicht? Nee, kein Kobalt, sondern ja, dann machen wir hier erstmal Uran 2 hin und meine Tastatur rutscht. Ich wundere mich schon, warum ich so tippen muss gerade und auf die falschen Tasten komme. Irgendwie ist die weggerutscht. Ich muss mal meinen Tisch sauber machen und das Mauspad von unten reinigen. Ich glaube, da ist durch den ganzen Umbau mit dem Rechner so viel Dreck drunter gekommen, dass das nicht mehr fest auf dem Tisch hält. Ja, falsch. Mein Problem ist wirklich gerade, dass ich das scheiß Kobalt nicht loswerde, nicht? So, jetzt habe ich aber die 3 Eisen, um einen Schrank zu bauen, der da Kram heißt. Kram würde ich wirklich aber auch gegenüber dann hier hinmachen. So. Kram. Oh. Kram ist dann auch wirklich Kram. Und zwar, ja, eigentlich hier solche Sachen. Das andere sind eher Pflanzen. Ich mache die jetzt nur mal da rein, bis wir hinten die Pflanzen bauen. Jetzt haben wir, ja gut, Eis ist jetzt auch erstmal Kram. Er braucht schon Eis. Und dann können wir den versetzen. Oh. Ist schlimm, wenn man ordnungsliebend ist. Dann ist das Spiel echt beschissen. So. Dann werde ich hier nämlich endlich das Kobalt los. Kann hier noch einen Schrank. So, jetzt steht da gerade Kobalt 2 machen. Da
Dann haben wir zweimal Kobalt, zweimal Eisen, zweimal Silizium, zweimal Titan, zweimal Magnesium. Legierung einmal, zweimal Schwefel. So. Er hat doch eine kleine Kante. Die müssen wir jetzt beiden versetzen, nicht? Genau, das. Oh oh. Sturm! Oh oh. Kommt doch! Schweine! Alles, was ich aufgebaut habe! Zum Glück tun die nichts. Eisen. Wollte ich in Eisen werfen, nicht? So, dann kann ich... Nein, den wollte ich nicht abreißen. Verdammt! Den habe ich doch gerade gesetzt. Den habe ich schon gelöscht, okay. Den hier wollte ich löschen, nicht? Weil der doof steht. Aluminium brauchen wir auf jeden Fall auch zwei. Aluminium 2. Kann hier nehmen, nämlich der Aluminium 1 noch dahin. Ich glaube, ich war selten so organisiert wie in diesem Spiel. So, Iridium muss noch um die Ecke gebracht werden. Und dann kann hier nämlich Zirconium hin und hier hinten noch Osmium. Dann passt das, glaube ich, ganz gut. Machen wir es so. Ich glaube, das brauchen wir, damit das hinten einmal rumgeht dann. Okay, da stehen sie richtig. Uran, Iridium 2. Und groß geschrieben vorne, nicht? So. Ich würde nämlich einmal Uran und Uranstäbe und sowas da machen. Und wir können mal gucken, was die hier gerade fallen gelassen haben, diese schönen Satelliten, Meteoriten. Sind aber nur Standard-Ressourcen. Aber wir können mal ein paar sammeln, wenn die schon vor die Haustür fallen. Bisschen die Vorräte auffüllen. Kanishan. Eisen vor allem, ja. Eisen habe ich jetzt ordentlich rausgeballert. Titan, es fällt so viel Titan runter. Ich sammle das jetzt nicht. Titan brauchen wir nicht. Eisen und das Aluminium ist halt am interessantesten. Wobei man da halt auch den neuen Bohrer, den wir haben, dann mal bauen könnten. Aber dafür brauchen wir Energie, dafür brauchen wir Uran. Und das müssen wir auch erst besorgen. Dafür bräuchten wir zwei Ausflüge, glaube ich, Minimum. Weil allein auf dem Weg dahin so viele Kisten gefunden werden. Ups, das, nix. Da ist noch ein Aluminium. Sehr schön. Ist hier noch irgendwo was? Da oben ist was gelandet, aber... Ja. Später gibt es halt auch andere Asteroiden oder Meteoriten, die andere Ressourcen bringen. Das ist natürlich dann wesentlich, sag ich mal, wichtiger, die einzusammeln. Gerade wenn man selber einen Engpass hat, weil man nicht weiß, wo man das neu sammeln muss, hat das Spiel das eigentlich ganz gut vorgesehen. Also gerade hier zum Beispiel Aluminium. Wenn ich jetzt nicht wüsste, wo es Aluminium gibt, würde mir das Spiel das geben, damit ich zumindest ein bisschen vorankomme. Vielleicht dann weiterkomme, um Aluminium wieder zu finden. Es war auch irgendwie blöd, dass es so präsentiert wird, aber irgendwie auch gut. Also, alles, was auch ein Vorteil ist, ist auch immer ein Nachteil, nicht? Muss man auch so sehen, auf eine oder andere Weise. Außerdem, Magnesium.
Außerdem ist es auch komisch, dass die Asteroiden immer genau auf einen nur selber zurasen und nicht einfach zufällig irgendwo auf der Karte auftreten. Und Titan war... Wo war Titan? Titan. So, Titanen sind da fast beide voll. Die darf ich echt nicht mehr sammeln. Wasser. Wir nehmen auch einmal Wasser mit. Sind die hier schon fertig? 100. Jawohl. Dann essen wir wieder den Kürbis. Und wir nehmen noch einen Kürbis mit. Und dann gehen wir direkt weiter. So, wir wollten da hinten hatten wir alles soweit gesammelt. Dann würde ich jetzt auf diese Ebene, genau hier hinten rumgehen, weil das ist sonst demnächst auch nicht mehr so einfach zu erreichen. Oh. Oh, oh, oh. Oh, Trick 17. Oh, 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 oh. Autsch. Okay, gut, dass ich einen Kürbis mitgenommen habe. Eieieiei. Und wir sollten wieder für ein Notfallzelt, sag ich mal, Ressourcen sammeln. Denn da wäre jetzt ein Sauerstoffauffüllpunkt, aber wir wollen jetzt in die Richtung. Ah, da ist auch einer. Den könnte ich eigentlich mal runtersetzen. Weil der ist jetzt inzwischen viel zu dicht dran. An der alten Bude. Oder an der neuen Bude. Ja, Silizium. Und dann brauchen wir noch ein Titan. Und dann war's das. So. Dann können wir uns nämlich zur Not einfach Sauerstoff produzieren. Finde ich irgendwie nicht so geil. Ich finde, man müsste da noch Ressourcen reinpacken in diese kleinen Stützpunkte. Ich glaube, hier ein, zwei Kisten sind hier auch noch versteckt, wo man durchaus was finden könnte. Da hatte ich hier schon alles raus. Ne, da ist noch eine Kiste, genau. So, hier. Hier muss nämlich ein Ding hin. Und theoretisch kann man das auch immer wieder einpacken und mitnehmen. Gerade am Anfang, wenn man einfach die Karte so ein bisschen erkundet, eigentlich gar nicht doof. Und hier gibt es auch nur Iridium, aber was es hier hinten gibt, sind diese blauen Dinger und vielleicht kriegen wir schon eins davon. Jawohl, unser erstes Osmium. Aber wir sehen, dass hier schmilzt bei 100 Newton Kelvin. Das heißt, man kann auch die Umgebung durch seinen Einfluss verändern. Aber hier ist es schon genug geschmolzen, um hier einmal in Osmium zu kommen. Das ist jetzt eigentlich gar nicht mein Ziel gewesen. Aber es hat sich gerade ergeben. Oh, und Biokunststoff und Schwefel. Oh. Aber das sind alles Sachen, die ich noch gar nicht sammeln wollte. Ah, shit. Okay, wir müssen dreimal laufen. Durchs Eis gesammelt. Ah, fast voll. Da wäre wirklich so ein... Vielleicht so eine Drohne, die das zurückfliegen kann, sehr cool, die man sich bauen könnte. Weil ich wollte eigentlich in die Richtung. Die Höhle hat jetzt wieder abgelenkt. Auf jeden Fall die andere Seite der Höhle, ich sage euch, wow. Wenn wir die sehen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir mit. Wasser und drei Pflanzen. Passt. Passt genau. Jetzt kann ich die nur nicht abbauen. Dann würde ich sagen, esse ich einmal was. Dann kann ich die abbauen, weil dann sehe ich die beim nächsten Mal nicht. Und dann stört die mich nicht. Das heißt, hier hinten haben wir, glaube ich, so gut wie alles dann weggeräumt endlich.
Weil ich will endlich das zweite Triebwerk finden. Ich meine, ich könnte es auch so einfach selber bauen, nicht? Ein Jetpack wäre schon eine geile Erleichterung. Gerade hier in dieser hügeligen Stelle. Dann könnte man einfach drüber schweben. Wäre schon praktisch. Aber ich glaube, ich bin auch ziemlich alleine damit, dass ich dieses Spiel mag. Weil man diese Stimmungsmusik, man ist alleine, das finde ich super. Also auch bei Starfield, wenn es sowas wie ein Companion gibt, werde ich die nicht mitnehmen. Oder wenn man die mitnehmen muss, so schnell wie möglich irgendwo abstellen und nicht mitnehmen. Ich finde sowas immer super nervig und lästig in Spielen. Wasser. Eins können wir ja gleich mitnehmen. Hä? Da wollte ich ran. Nahrung. Lass mich an die Nahrung. Dann Aluminium. Aluminium haben wir, glaube ich, auch eins. Ja, eine Superlegierung haben wir auch eine. Schwefel haben wir auf jeden Fall gefunden. Das ist gut. Und dann müsste hier jetzt Osmium hin. Damit habe ich nämlich eigentlich noch gar nicht gerechnet, dass wir das kriegen. Zwei Osmium-Schränke und noch ein Bioharz-Ding. Okay. Hier unten. Ich hoffe, die stehen gerade. Manchmal weiß man das nicht ganz genau. Osmium. Osmium 2. Auch wenn die Schränke vielleicht leer sind, oder man sie nie benutzt, dann kann man sie später umdeklarieren. Aber haben ist besser als brauchen, gerade wenn man es nicht in der Planung vorsieht. Harz. Und Iridium war hier. Und dann brauchten wir noch Eisen. Ich komme gar nicht mehr zurecht. Habe ich da noch Eisen drin? Nee, also Eisen geht gerade zur Neige. Weil wir nochmal Pflanzen bauen müssten. Pflanzen brauchen so ein echt eigenes Abteil. Aber ich muss aufpassen, ich brauche demnächst Anbauten. Das heißt, ich brauche noch Platz. Die Lirsa machen wir mal ein eigenes Ding solange. Dann hat das noch irgendwie eine Sortierungssache. Später hat jede Pflanzenart eigentlich ihre eigene Kiste. Dann machen wir hier Lirrsamen. Nur die braucht man für spezielle Sachen. Also können die hier auch speziell gelagert sein. So, Samen können hier auch rein. Dann ist das schon mal gut. Wir können nochmal Wasser sammeln. Und wir haben unseren eigenen Pool. Oh ja, das ist ja doch geil, oder? Wollen wir den so ein bisschen begrünen drumherum? Oh, so ein Pool im Grün und dann hier so eine Quelle, so eine heiße, schön radioaktiv verseuchtes Wasser. Ja, und da auch noch Radiostrahlung. Ah, herrlich. Ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen. Wir müssen mal ein zweites Stockwerk raufpacken. Dann können wir die Sachen so ein bisschen... ja, verschönern. So, Wasser trinken. Wir nehmen mal ein Wasser mit. Essen reicht. Obwohl, falls wir wieder abstürzen, nehme ich mal lieber ein Wasser, noch was Essen mit. Achso, 59% erst. Na komm, hier. Einen kleinen Kürbis. Man weiß nie, wie doof ich mich anstelle. Spring mal lieber hier an der Seite runter. Das ist nicht so hoch. Wir gehen mal jetzt hier lang, weil hier habe ich schon alles weggefarmt. Da lasse ich mich nicht so schnell ablenken. Ich glaube, mit der neuen hohen Bitrate, das funktioniert ganz gut, nicht? Ich weiß nicht, ob der Stream für euch dadurch eventuell ruckelt.
Weil zu viel Daten ankommen, das kann ja auch sein. Manche Handys oder so kommen bei hohen Bitraten ja nicht klar. Deswegen ist eigentlich so 5000, 6000 gut, nur gerade wenn so unruhige Texturen sind und so flimmern und Gräser, dann ist es immer schlecht, wenn dann die Bitrate so niedrig ist. Hier wächst zum Beispiel Aluminium einfach aus dem Boden in diesem Bereich. Deswegen kann man hier zum Beispiel auch das Bergbauding hinstellen und dann farmt das Aluminium aus dem Boden. Es gibt einige von diesen besonderen Stellen. Oh, eine Stelle habe ich noch nicht gefarmt, die ich unbedingt noch holen muss jetzt. Bevor wir später hier nicht mehr hinkommen. Eine. Goldene Kiste. Ja. Da ist zwar immer Kram drin. Na, ich will die zerlegen. Oh, die besteht aus Aluminium und Superlegierung. Oh, noch eine Kiste. Nein, ich dachte, ich habe hier alles gefarmt. Egal. Wir müssen ja eh zwei, dreimal hier hin. Also man findet trotzdem, obwohl wir hier schon zigmal langgelaufen sind, immer noch neue Sachen, nicht? Man muss nur genau hingucken. So. Weil wenn wir da oben schon Wasser haben, dann müsste es hier eigentlich auch schon langsam irgendwo die ersten Pfützen geben. Ja. Okay, ist das gleiche Asset wie bei uns oben. Da ist eine Kiste. Und aus der anderen Richtung wären wir nämlich von da gekommen. Okay. Langweilige Kiste. Können wir denn... Ja, wir können sogar noch so ein Sauerstoffding bauen. Das würde ich nämlich hier oben bei dem anderen abgestürzten Raumschiff bauen. Das würde ich auch gerne begutachten. Oh, das da hinten, das da... Da sind auf jeden Fall gute Sachen drin. Nächstes Mal werde ich die Basis eher in diese Richtung hier bauen. Aber hier gibt es halt wenig gerade schöne Fläche, wo man bauen kann. Man kann aber auch riesige Türme bauen, nicht? Also man muss ja nicht auf dem Boden bauen. Ich mag nur die Leitern nicht so und man kriegt die Leitern recht spät. Man kann aber auch unendlich hier einfach in der Luft bauen, nicht? Also das Spiel hat keine Statik in der Hinsicht. Man muss nur den Startpunkt und man kann über manche Sachen halt nicht drüber bauen. Das muss man beachten. So, wo ist es? Da war nämlich auch wieder ein bisschen Platz in der Tasche. Ah ja, hier ist super. Weil hier ist auch eine Höhle. Machen wir es doch so rum. Wenn man in die Höhle oder außer der Höhle kommt, dann hat man gleich Sauerstoff. Was gab es in dieser Höhle? Auch Osmium. Ja, okay, brauche ich jetzt nicht. Was gab es hier noch? Geht's auf jeden Fall tief runter. Da wollen wir jetzt noch nicht lang. Das sind alles Sachen, die wir uns noch aber erkunden können wollen später. Etwa Licht, nicht? Eine bessere Taschenlampe wäre auch, glaube ich, langsam dann sinnvoll, wenn wir hier reingehen. Ich glaube, wir können eh nur noch so ein, zwei Kisten mitnehmen. Vielleicht noch ein Chip oder sowas. Hier das Ding abreißen. Da ist ein Chip. Perfekt. Ist auch noch eine Heizung, die man abreißen kann. Das heißt Iridium. Und hier hinten geht es auch noch weiter. Das heißt, wir müssen so oder so wiederkommen.
Ich muss sagen, ich hätte, oder jetzt, wo ich einen neuen Rechner habe, dachte ich so, oh, das ist was ganz Besonderes, nicht? Fühlt sich ganz anders an. Aber eigentlich ist der Umzug so unkompliziert gewesen und alle Sachen sind jetzt fast wieder ähnlich eingerichtet wie vorher. Außer das Audio, was vielleicht nicht ganz so gut klingt, weil es noch nicht 100% optimiert ist. Oh, jetzt Netzwerk. Jetzt Drops. Jetzt sehe ich's. Jetzt ist wieder gut. Nicht so, was soll ich sagen, nicht so optimiert gewesen, alles andere ist so gut. Dass es hier eigentlich anfühlt, als ob ich den alten Rechner spiele. Nur, dass der hier tausendmal leiser ist, nicht? Ich habe den Lüfter gerade im Silent Mode und der ist jetzt auf 74 Grad und die GPU ist auf 50 Grad. Also, das ist echt nix. Ich meine, wenn ich, selbst wenn ich den jetzt hochstelle, dann nehme ich ihn so wahr wie den anderen im Silent Mode. Das ist, wenn ich natürlich alles aus habe und neben ihnen sitze, denke ich, habe ich am Anfang gedacht, oh scheiße, wie laut ist der? Oh. Oh, clever. Also, da ist der subjektive Eindruck, war komplett verdreht, als ich den angemacht habe. Ich dachte so, scheiße, was habe ich mir da geholt? So laut, ich habe doch extra geguckt, dass alle Sachen silent sind. Oh nee. Und ja, aber es ist halt im Vergleich, ja, gefühlt ein Drittel so laut. Kommt halt erst aus dem Standpunkt an. Wenn ich natürlich in einem stillen Raum den Rechner anmache, dann brummt der natürlich. Das ist ja ganz klar. Aber Grafikkarte habe ich jetzt eine Gainboard, ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden. Phantom mit 3 Lüftern. Kein Spulenfiepen, kein gar nichts. Ja, die Kiste muss ich auf jeden Fall dann irgendwann abbauen. Also, tippitoppi. Bis jetzt. Und ich bin sehr anfällig für diese hohen Töne. Von daher sehr, sehr gut, dass das jetzt nicht der Fall ist. Man sie nicht umtauschen muss in irgendeiner Weise. Das Einzige, was ich so ein bisschen als Kritik habe, das Gehäuse ist relativ offen. Also oben sind zum Beispiel Lüftungsschlitze, die keinen Filter haben. Oben in den Ecken sind Löcher, wo keine Filter sind, wo auch Lautstärke einfach durchkommen kann. Finde ich jetzt nicht ganz so gut. Gut, das ist halt auch nicht die Silent-Variante von dem Gehäuse, weil ich lieber die Glasscheibe hatte. Weil ich dachte, alle Teile sind eh so leise und das bisschen wird man nicht hören. Hört man ja auch nicht. Aber es kommt Staub rein, daran habe ich nicht gedacht. Das könnte auf lange Sicht ein unangenehmes Problem werden. Weil selbst der alte aber war ja hermetisch abgeriegelt und war trotzdem schlecht. Voller Dreck. So, wir gucken mal. Bauplan. Innenbeleuchtung. Na gut. Brauche ich nicht. Kram. Dann packen wir mal den Rest hier zum Kram. Ach, Wasser, siehst du? Hätten wir noch machen können. Der Rest ist irgendwo einsortierbar. Das zum Beispiel hier. Ah, Stoff ist noch Kram. Dann hier Wasser haben wir keins mehr. Deins ist Gittergerüst, mit Staub hattest du noch nie Probleme. Ja, wahrscheinlich wirst du sowas wie Staubwischen machen. Das ist so eine Tätigkeit, die hier sehr, sehr selten passiert. Obwohl wir einen Staubsaugerroboter haben, meistens liegen so viele Sachen im Weg, dass wir den nicht fahren lassen. Und ja, das ist so ein bisschen... Da müsste ich eigentlich mal einen Plan machen, dass der regelmäßig rumfährt, gerade auch in meinem Raum. Aber ich muss halt immer die Stühle rausräumen, sonst kann der halt nicht reinfahren, weil der Raum so schmal ist. Das nervt halt einfach tierisch. Diese Enge, das ist nicht gut. Der Kobalt war vorne, nicht? Und je mehr Hindernisse einen von abhalten... 94, ja, noch nicht fertig. Samen. Desto weniger macht man das.
Ich werde mich wundern, aber ich werde eher weniger Staub drin haben. Ah, du meinst, weil der Airflow wahrscheinlich besser passt und den gleich wieder raus befördert? Und der sich nicht so stauen kann an diesen Dämmwänden? Da könntest du sogar recht haben. Wenn du das meinst, zumindest. Ich meine, vorne und so hat er ja Filter, da wo er ansaugt. Von daher passt das ja, denke ich. Aber es ist auch schon erschreckend, wie viel auch Staub ist, glaube ich. Das Problem ist halt hauptsächlich, weil ich immer das Fenster auf habe. Und da kommen halt immer so viele, so viel Dreck von draußen rein, der sich niederlässt. Ich sehe ja, der Neurechner ist von oben auch schon wieder voll, obwohl ich ihn vorhin erst abgewischt habe. Das ist irgendwie problematisch. Das hatte ich in anderen Regionen, wo ich gewohnt habe, nicht so doll, nicht? Also, das ist hier schon ein bisschen stärker ausgeprägt, muss man auch dazu sagen. Es entsteht ja kein Sog. Ah, okay. Ah, okay. Ich bin mal gespannt. Ich werde das beobachten. Wobei der hier auch erst in letzter Zeit so extrem staubig wurde. Ich hatte den vor einem Dreivierteljahr oder sowas offen. Irgendwann mal, weil irgendwas war und da war er nicht so staubig. Und jetzt irgendwie über den Sommer, wo das Fenster auf war, ist es halt super staubig geworden. Aber ich muss hier grundsätzlich mal aufräumen. Ich dachte mir auch, vielleicht mache ich mal einfach eine Stream-Aufräum-Session, wo man alle alten Kartons sich anguckt, die man hat, und bewertet, ob man die noch braucht oder aufheben möchte. Ich habe halt so viele coole alte Sachen, wo ich mich schlecht von trennen kann. Also ich hebe jeden Karton auf, weil ich denke, oh, cool, dass du den Karton hast, nicht? Aber eigentlich ist es Quatsch, manche Sachen aufzuheben. Ja. Da müsste ich mal alle durchgehen und dann nach und nach zerlegen. Dann hätte ich hier auch mehr Platz. Dann könnte ich auch alle Sachen wieder ordentlich anordnen und könnte man auch leichter Staub wischen. Das Problem ist, wenn man zu viel Kram rumliegen hat, dann ist es halt immer schwierig, auch Ordnung zu halten. Vielleicht im Urlaub oder so, dass ich da mal so eine Aufräumsession mache. Das heißt, Montag nicht, aber Dienstag, Mittwoch oder sowas, wenn ich motiviert bin. Das wundert mich halt immer, nicht? Warum andere nie irgendwie Probleme mit Staub haben. Aber Neubau oder Altbau? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube nämlich, ich habe bisher nur in Altbauten gewohnt, die Vorkriegszeit waren. Und dementsprechend sind... Also die Wände hier sind gefühlt aus Staub gemacht. Also wenn du einen Nagel reinschlägst, hast du eher um den Nagel herum keine Wand mehr, als den Nagel in der Wand. Ah, ich wollte die Taschenlampe V2 bauen, nicht? Hm, okay. Aber wir gehen jetzt erstmal so einen Kreis, sammeln hier ein paar Kisten auf oder so, dass die noch wegkommen. Hier müsste eigentlich irgendwo eine gewesen sein. Hier müsste eine Kiste sein. Altbau, also 10 Jahre alt. Naja, 10 Jahre alt ist ja kein Altbau. Das ist doch komplett neu. Oder wohnst du seit 10 Jahren da und das ist Altbau? Okay. Also Altbau ist ja eher so 1930 rum bis 1950 vielleicht noch. Alles da drüber zählt ja fast nur als Neubau. Und jetzt sehen wir, was passiert. Da kommen die ersten Pfützen. Und wir werden ersticken, wenn wir das da Ding nicht rechtzeitig erreichen. Oh Mann, der Nervenkitzel. Altbau mit Aufstockung. Ja gut, aber wenn er saniert ist, der hier ist nicht wirklich saniert, nicht? Das muss man auch mal sehen. Ja. Sauerstoff. Ich trinke mal auch das Wasser und esse, dann fühle ich mich besser. So.
Vielleicht irgendwann in meinem Leben, dass ich mal in einem Neubau wohnen kann. Wobei ich gegen Betonwände als Kind immer Luftprobleme hatte. Bin mit diesen klimanesen Betonräumen nicht klargekommen. Da war irgendwo meine Kiste. Bin ich fest der Meinung. Aber vielleicht habe ich die auch schon mal geholt. Da habe ich die schon geholt. Alles klar. Und die Kiste hatten wir auch schon. Ich weiß nicht, ob da hinten noch irgendwelche großartigen Kisten rumlagen. Eine oder so noch auf jeden Fall. Da ist eine, genau, die müssen wir noch holen. Hier, unser erstes Wasser. Lecker. Oh, ein Bauding, Bauplan sogar da drin. Was? Oh oh. Oh oh. Ich hoffe keine Asteroiden, sondern nur ein Sandsturm. Wenn nicht, gehen wir schnell da in dieses Raumschiff. Nee, wird nur ein Sandsturm sein. Oh shit, komme ich hier nicht hoch? Eieiei. Ich glaube, ich komme nicht schnell genug hoch. Junge, gib dir Mühe. Ja, vielleicht gewinne ich ja irgendwann mal im Lotto, dann kann ich mir auch ein größeres Haus leisten oder überhaupt ein Haus. Vielleicht denn sogar ein Neubau. Das sind so Träume, nicht, auf die man noch irgendwann mal hinarbeiten kann. Wahrscheinlich, wenn man kurz vorm Sterben ist, kann man sich's leisten. Dann braucht man es auch nicht mehr. Zerlegen wir doch erstmal die eine Seite komplett. Da haben wir dann nämlich auch schon genug Zeug. Da können wir jetzt fast nur noch eine Kiste mitnehmen und dann sind wir auch schon wieder für einen Rückweg gewappnet. Cool wäre, wenn hier so ein Dings drin wären. Ein Triebwerk. Ah, noch ein Bauplan. Stoff ist wichtig auf jeden Fall. Ja. Dann sind wir voll. Oder man geht ins Ausland, ja. Also grundsätzlich hätte ich damit kein Problem. Das Problem ist, das Ausland, in das ich gehen würde, wäre zu. Also wäre noch teurer als Deutschland, nicht? Kommen halt auch wenig Orte, wo ich mir vorstellen könnte, zu leben, in Frage einfach. Aber man sieht jetzt schon, was nämlich das Problem irgendwann ist. Das hier wird ein riesiger Ozean werden. Also, alles, was jetzt tiefer liegt, kriegt langsam Probleme nach und nach. Was leuchtet denn da so? Ist das nur ein Grafikfehler? Ist nur ein Grafikfehler, nicht? Weil es so glänzt, ja, okay. Und Schweiz wäre zum Beispiel kein Ort, an dem ich mir vorstellen könnte, hinzuziehen. Genauso Österreich nicht. Ich finde das zwar super beeindruckend mit den Bergen, aber ich würde da zum Beispiel nicht hinziehen. Ich würde eher, wenn, dann sogar Niederlande sagen. Aber da ist zum Beispiel. Genau, Niederlande, Dänemark. Und da ist eher so die Sache, die werden überflutet in ein paar Jahren. Also, da so, weiß nicht, ob sich das lohnt halt.
ein Haus in Atlantis zu kaufen, ist jetzt auch nicht die cleverste Idee, glaube ich. Später in dem Spiel, ich kann dir mal spoilern, kann man sich sogar Teleporter bauen. Dann kann man sich so 3-4 Teleporter verteilen. Dann muss man nicht immer laufen. Wenn man dennoch das Jetpack hat, dann hat man eigentlich gar keine Probleme mehr. Aber das ist noch weit in der Zukunft. Aber ich finde cool halt, dass man sich die erarbeiten muss. Weil viele Spiele haben sofort irgendwelche Reittiere oder Schnellreisepunkte finde ich immer sehr langweilig. So, warum kann ich überall hinreisen, wenn ich da schon vielleicht ein paar Mal war oder irgendeine spezielle Quest erfüllt habe, dass ich dann da hinreisen kann, ist es okay. Aber bei vielen Spielen kann man ja einfach wild umherreisen. Das ist dann oft sehr merkwürdig. Oder man hat irgendein Transportvehikel, was einen da absetzt sofort. Wobei es auch schon wieder weniger geworden ist, dass diese Mechanik so in Spielen enthalten ist. Nee, aber grundsätzlich, wo ich mir vorstellen könnte, hinzuziehen, ist eigentlich Neuseeland, Australien, nicht? Irgendwie so, aber da halt in Regionen, die ein gemäßigtes Klima haben, vielleicht. Also auch schon schwierig und wenige Möglichkeiten. Oder halt Kanada, obwohl bei Kanada mir schon fast wieder zu kalt sein könnte, aber die haben halt auch wärmere Gegenden. Ja. Alles andere ist, glaube ich, eher so auf der Welt mir auch zu unsicher. Also von der Sicherheit der Länder wären das eigentlich so die beiden, wo ich noch sagen würde, cool. Bis 2020, 21, wann hat die Ukraine da angefangen mit Russland? Hätte ich sogar noch Lettland, Estland oder so gesagt. Aber ja, diese Staaten sind ja inzwischen dann auch, weiß nicht, ob das so eine nachhaltige Idee wäre in dem Umbruch unserer Welt. Und deswegen werde ich hier einfach versauern. Nein. Pflanzen. Oh shit. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Pflanzbehälter. Dann machen wir die Pestersamen da rein. Holen wir aber neues Eisen dafür. Ich will nicht unser bisschen, was wir haben, jetzt verbrauchen. Nach Andorra. Okay. Das ist aber schon sehr speziell. Liegt das so günstig, ja? Zwischen Frankreich und Spanien. Ich meine, so kleine Länder habe ich gar nicht auf dem Schirm, nicht? Weil einfach auch viel zu klein gefühlt. Ja gut, wir können auch mal ein paar andere Sachen mitnehmen. Titan nicht. Titan brauchen wir nicht. Kaum Kriminalitätsrate. Ja, das finde ich zum Beispiel nämlich auch sehr wichtig. Und gerade Länder, die wenig Einwohner haben, da ist es ja auch eher unwahrscheinlicher, dass irgendwas ja, im großen Stil passiert. Ich meine, Kleinkriminalität hast du immer überall. Das wirst du auch nicht wegkriegen. Die Frage ist eher, wie die bekämpft wird, nicht? Also mich regt eher auf, wie in Deutschland mit sowas umgegangen wird. Wenn man dann liest, nicht mal bei Kleinkriminalität, wurde abgestochen und wieder danach amtsdienstlicher Begutachtung nach Hause entlassen, dann denke ich immer so, sag mal, er hat jemanden umgebracht.
Oder zumindest niedergestochen. Wie kann man den überhaupt nochmal gehen lassen? Ja, also, da könnte man ruhig ein härteres Strafgesetz machen, aber wenn man schon sowas wie Drogen aufweicht, geht das für mich in die komplett falsche Richtung. Also, man müsste eher mit Härte vorgehen. Man sieht ja, gerade Neuseeland hat auch sehr starke Ausweisungs- und Grenzkontrollen. Und das nicht ohne Grund, nicht? Und ich weiß nicht, aber man hört nicht, ja gut, man hört auch, da gibt's Schießereien und, aber das hast du halt überall nicht, das kannst du grundsätzlich, glaube ich, gar nicht mehr vermeiden heutzutage. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Ja, jetzt habe ich hier Mist gebaut, nicht? Die passen nicht zueinander. Entweder so oder so. Einer muss weichen, die Samen oder die Pflanzen. Dann machen wir lieber die Pflanzen als Führung, aber selbst dann sind die Pflanzen um eins falsch. Kacke. Okay, dann nehmen wir das Pista-Samen. Ja, nicht. Also es wirkt immer so, als ob du Narrenfreiheit hast, aber bloß nicht irgendwie einzelne Steuern falsch angeben, weil du vielleicht das System einfach nicht verstehst, weil es überkompliziert wurde, ja? Ui. Dann bist du des Todes. Dann kommst du dein ganzes Leben nicht mehr raus aus diesem Hagel, dann kriegst du immer wieder irgendwelche Sachen oder so, nicht? Da wirst du wie ein Schwerkrimineller betrachtet. Oder auch eine Kassiererin, die irgendwie einen Cent falsch abrechnet, direkt an dem Pranger, tot. Aber fünf Leute abstechen, der Arme, das geht schon heutzutage gut. Ah, das ist so. Ah, fühlt sich falsch an, einfach. Shit. Ah, doch. Will klappen. Okay, wir müssen die anderen Sachen kurz einrunden. Ich meine, man muss ja nicht gleich mit Todesstrafe kommen. Sowas würde ich zum Beispiel auch nicht befürworten, nicht? Aber es muss ja trotzdem abschreckend genug sein und das ist es einfach nicht. Na? Abreißen? Was? Objekt nicht leer? Natürlich ist das Objekt leer. Ne? Er hat irgendwas anderes fokussiert dahinter. Sehr interessant. Dann nennen wir das hier doch direkt Pilzsamen. So. Wir haben zwar nicht viele Pilzsamen. Dann nennen wir das hier... Kürbis. Ja, wer kennt's nicht? Der gute, gesunde Kürbis. Und dann brauchen wir nochmal... Ah. Gerade Eisen geholt, Eisen wieder weg. Dann nehmen wir das hier, Erbsensamen, nicht? Erbsen sind das. Bohnen. Ah, okay. Aber dann machen wir jetzt erstmal den Rest rein. Bohnensamen. Oh, Bohnen. Naja. Sieht halt nicht schön aus, aber okay. Kann ich sammeln? 100? Ach, da unten 89. Ja, das auch. Da sind so viele Prozentwerte und das Wachstum-Ding, das könnte hier irgendwie im Display einfach da oben stehen. 89%. Müsste man da nicht immer irgendwie doof übers UI gucken und dann 1000 Werte und hier unten steht denn der letzte, ist erst das Wachstum. So, wir haben noch zwei Dinger. Ja, es wird schon keine Inflation geben. Naja, das sind so Sachen, nicht? Aber hey, wir haben inzwischen, glaube ich, wieder Deflation, nicht? War doch so. Großes Wohnmodul haben wir endlich. Jawohl. Und eine Schreddermaschine. Gut. Nicht relevant für uns. Und ich mache übrigens gerade absichtlich wenig Progress. Hätte noch die Beweglichkeitsstiefel T2. Zwei Legierungen, zwei Stoff, die bauen wir doch.
Ja, da. Können wir nämlich aus höheren Größen höheren Höhen fallen und das Licht. Schwefel, Aluminium, Magnesium. Das haben wir doch auch schon. Schwefel, Aluminium, Magnesium. Nee, hier. Okay. Dann nochmal hier. Absam. Nahrung finden wir wahrscheinlich drüben genug. Nochmal Wasser nehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in dieses Raumschiff da hinten mal. Oder das linke erst nochmal. Ich weiß, wir müssten da hinten mal hin. Also hier einmal rum. Das wäre eigentlich wichtig, weil da gibt es noch was zu sehen, was man später nicht mehr sehen kann. Also das weiß man auch nur, wenn man das Spiel mehr als einmal gespielt hat. Aber es wäre schon super interessant, das zu sehen. Wie es vorher aussah. Ich weiß es nämlich selber nicht. Deswegen würde ich da gerne jetzt hin. Das ist, glaube ich, ein gutes Ziel. So, zwei Titan, ein Silizium und dann brauchen wir noch drei Eisen. Dann können wir uns jederzeit wieder Sauerstoff herstellen. Ich meine, wir können auch schon ein Biomasse-Labor und sowas bauen. Aber mir geht es ja nicht darum, das Spiel schnell durchzuspielen, nicht? Man will es ja auch genießen. Man will ja ein bisschen seine Zeit da drin verbringen. Oh, aha. Ich meine, gerade hier habe ich bestimmt noch nicht alles entdeckt. Und es kann auch sein, dass hier neue Teile dazugekommen sind, die ich nicht kenne. Ein Eisen noch. Also die Karte verändert sich ja jedes Mal. Da unten ist zum Beispiel ein Eingang zu einem Bunker. Aber zu dem will ich jetzt auch noch nicht rein. Ich will mir jetzt erstmal das eine angucken, nicht ablenken lassen. Die meisten Sachen kenne ich. Nur falls ich was ganz Neues sehe, muss ich abbiegen. Ich kann schon mal, wir brauchen auf jeden Fall zwei Luftdinger. Wird das auch so machen, dass man das irgendwie, dass eine Kiste hier vielleicht so sieht, wenn man von vom Weiten guckt. Jetzt fehlen dann noch drei Eisen wieder. Guck kurz in die Kiste, was da drin ist. Eigentlich haben wir uns kaum wegbewegt, nicht? Ich glaube, das andere Ding ist gleich da vorne. Ah, nehme ich jetzt alles nicht mit. Ich muss mir gleich mal was zu trinken holen. Oh, Netzwerk. Jetzt gab es ganz viele. 4000 ausgelassene Frames. Ja, ich sitze halt echt ungünstig. Das Problem ist, ich habe jetzt kein längeres Kabel, um das Netzwerkding wegzukriegen. Und ich kann den Rechner nicht dahin stellen, wo er hin muss, weil er zu breit ist. Ich müsste, glaube ich, morgen mal den gesamten Raum umgestalten. Da brauche ich erstmal Ideen. So, wir kommen jetzt hier nämlich in andere Regionen. Ich glaube, wir brauchen sicher noch ein Sauerstoffding. Falls wir hier mehr als einmal hinlaufen werden. Da ist noch ein Titan. Fehlen jetzt nur noch mal drei Eisen.
weiß auch nicht, ob das die richtige Richtung ist. Die Karte ist halt auch enorm groß inzwischen. Ich guck mal kurz, was hier hinter ist. Okay. Man sieht immer, ob Kartenende ist oder nicht, ob da Ressourcen auf dem Boden sind. Ist eigentlich ein guter Indikator. Selten, dass dann doch noch was kommt. Ich möchte nicht sagen, es kommt gar nichts, wenn keine Ressourcen am Boden sind. Aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer. Oder es sind irgendwelche Sachen, die erst in Zukunft reinkommen sollten, die man sich aber schon angucken kann. Die da irgendwo dann versteckt sind. Ja, aber da ist nichts. So, hier ist nämlich das, was ich eigentlich finden wollte. Aber nicht das Hauptziel. Das ist das Zwischenziel, wo auf jeden Fall jetzt nochmal ein Lager hinkommt. Hier hat es nämlich auch eine Absturzstelle gegeben. Von einem Planet Crafter, so wie wir es sind. Und ich sehe gerade, der schaltet die 10 nicht mehr richtig um, weil so müsste ich eigentlich sitzen die ganze Zeit. Warum macht der denn das nicht automatisch? Ah, da muss ich. Jetzt war ich einmal im Menü, jetzt ruckelt er wieder. Okay, irgendwas hat das mit dem Menü auf sich. Wenn man da einmal, da muss man das einmal ausmachen, anwenden. Nee, jetzt ruckelt's. Aber ich rausgetappt hab, nicht? Ja, das Raustappen mag er nicht. Da berechnet meine Position falsch jetzt. Ja, auf jeden Fall war hier ein anderer Planet Crafter zugange und hat eine Basis gebaut. Die müssen wir uns später auch angucken. Okay, gerade mal speichern zum Hauptmenü. Und laden. Er ruckelt trotzdem. Ich mach mal. Verlassen. Ich finde zum Beispiel, was mich verwirrt, ist, dass Steam nicht aufgeht, wenn ich auf das Steam-Symbol klicke. Ich muss auf das Steam-Symbol in der Taskleiste klicken, damit das Spiel, damit das aufgeht. Das ist so eine Sache, die mich noch massiv verwirrt. Das ist nicht gut gemacht vom UI her. Nee, er hat hier irgendein Problem. Das flackert so. Sieht man auch im Stream, oder? Ja, dass es so zittert. Okay, wir laufen mal. Vielleicht behebt sich's von alleine. Warum das gerade jetzt die Sache ist. Ich kann nochmal im Menü gucken, dass ich auch jetzt jetzt ist das wieder besser. Grafikkarte ist bei 23%, CPU bei 33%, CPU-Temperatur ist bei 67 Grad, GPU-Temperatur bei 45. Also, daran kann es nicht liegen. Ich glaube eher, dass das Spiel wenig optimiert ist. Ja, jetzt, das berechnet da irgendwas nicht richtig. Oder ist der Game Mode, der reinkickt. Und jetzt kommen wir an eine Stelle, die ich sehr krass fand, als ich das erste Mal hier hinkam. Das ist so surreal. Oh.
Das ist eine ganz komische Gegend. Und hier gibt es Pulsarquarze. Wir wollen es natürlich nicht entgehen lassen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch eine Sauerstoffbasis. Deswegen nehme ich schon mal das Titan nochmal mit. Eisen. Wie viel haben wir denn? Eisen haben wir genug, Titan. Ein Silizium fehlt uns jetzt noch. Das ist eine Kiste. Gut, ich könnte das Wasser mal trinken. Das ist vielleicht nicht schlecht. Das nehmen wir mal mit. Das rettet uns ein bisschen den Arsch. Aber wir nehmen jetzt auf jeden Fall diese Pulsarquarze mit. Ich finde hier gerade mit diesem Sternenhimmel, der so 3D-mäßig über einen schwebt. Boom. Das sieht einfach immer sehr, sehr stark aus. So, und hier unten Silizium. Wachsen Pilze. Das heißt, hier ist doch eine gute Stelle, eine Sauerstoffbasis aufzubauen. Aber das ist auch nicht das, wo ich hin wollte. Da werden wir auf jeden Fall später noch gucken gehen. Interessant, jetzt ist das Ruckeln weg, nachdem ich im Sauerstoffding drin war. Aha. Okay. Da scheint irgendein Übergang zu sein, der was kaputt machen kann. Jetzt ist es wieder flüssig wie Butter. Noch ein Pulsarquarz. Ist ja krass. Okay, ist wirklich ein Bug im Spiel anscheinend. Also hat nichts mit der Technik zu tun. Wow. Sieht man das auch nochmal besser, wenn es nicht so ruckelt. Gerade mit diesem dunklen und diesen leuchtenden Felsen. Das ist schon echt, echt crazy. So, und jetzt kommen wir in die nächste Ebene. Ich rushe ein bisschen heute, nicht? Aber ich will halt das da sehen. Beziehungsweise, nee, das da will ich nicht mehr sehen. Das da hinten will ich sehen. Ja. Wir wollen auf jeden Fall noch eine Sauerstoffbasis. Können wir schon mal direkt einsammeln. Hier hätten wir auch ein cooler Startpunkt mal. Ein Titan brauche ich noch. Okay. Oh, was gibt's hier? Nur Ressourcen, okay. Interessiert mich jetzt nicht so. Und das ist wichtig, dass ihr euch diesen Anblick hier merkt, wie das jetzt aussieht und wie es später aussehen wird. Das habe ich hier nämlich noch nie gesehen in diesem frühen Stadium des Spiels. Deswegen wollte ich hier hin und da gibt es noch eine Sache, die ich noch nie gesehen habe, die ich mir auch unbedingt angucken wollte. Okay, sehr interessant. Sehr interessant. Also sieht ganz anders aus, wie man das sich erwarten würde. So. Einmal Sauerstoff können wir noch. Das dürfte dann auch reichen, auch für den Rückweg. Wow. Okay. Sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt überhaupt dahin kommt, wo ich gerade hin will. Wenn das hier noch so ist, wie es gerade ist. Weil manchmal sind auch Eisblöcke im Weg, die erst schmilzen müssen und. Nein, man kommt hier hin. Was eine lustige, entspannende Zeit werden sollte, wurde zu einem Albtraum, eine fünfwöchige Weltraumkreuzfahrt durch die wenig bekannten Teile des Universums. Unglücklicherweise war unsere dumme Crew nicht in der Lage, auf einen scheinbar geringfügigen Vorwurf zu reagieren, und hier sind wir begraben, die wenigen Leichen, die wir aus dem brennenden Wrack bergen konnten. Was jetzt mit uns passieren wird, wird mit Sicherheit ähnlich sein. Wir fahren nach Westen und sehen, wie lange wir überleben können. Ich würde sagen, höchstens ein paar Tage. Einige Überlebenden der Zinatat 2. Zumindest vorerst. Genau, super. Beweglichkeitsstiefel, aber nur T1. Exoskelette, Rucksäcke, Sauerstofftanks. Brauchen wir nicht. Ja, das hier sind Gräber. Die brauchen wir auch nicht.
Gut, das, den Bauschiff nehmen wir mit. Das hier nehme ich mal mit. Rucksack T5. Oh, jetzt kriegen wir ihn. Na toll. Ich meine, die Sachen kann man später zerlegen. Da sind ja richtig wertvolle Ressourcen drin. Aber aktuell müllt es nur unser Inventar zu. Da kann ich mir Wichtigeres vorstellen, was ich mir mitnehmen kann. Weil ich habe den Schredder noch gar nicht. Also ich kann ihn bauen, aber ich habe ihn noch nicht. So, aber wichtig ist, dass ihr das hier gesehen habt, wie es jetzt aussieht. Ja. Und noch wichtiger ist das hier hinter. Oh, ich bin so gespannt. Ich hoffe, das hat sich noch nicht verändert. Das wäre auf jeden Fall mal ein cooler Startpunkt hier hinten. Aber gut, er wäre auch sehr fortgeschritten von dem, was man finden kann. Aber andererseits auch egal. Ich hoffe nur ein Sandsturm. Hier ist auf jeden Fall die weite Ebene von Dune. Hier ist halt auch Kartenende dann. Also da kommt auch nicht mehr wirklich was. Man sieht auch, da würde man runterfallen, glaube ich. Also da ist wirklich Ende. Da gibt es aber auch keine Wände oder so. Man kann da auch langlaufen und entweder stuckt man oder man fällt dann ewig. Man kennt es halt. Ich weiß nicht, wo der Eingang dahin war, wo ich hin will. Fall mal runter. Nein. Bin ich ja tot. Aber wir können da gleich... gut, ich kann speichern und wir können mal hinlaufen gleich. Aber ich will erst das hier hinter sehen. Ich glaube, hier hinter ist es. Wie es aussieht. Oh. Ah, krass. Okay. 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 Volumetrische Wolken. Interessant. Okay, dann baue ich uns mal hier am Eingang so ein Sauerstoffzelt hin. Wir müssen auch mal aufpassen langsam. Essen wird problematisch. Dann werden wir da mal uns reinbegeben in diesen Nebel. Ich hoffe, der ist nicht tödlich oder so. Genau. Oh, oh, hier ist ein Bunker. Oh. Wasser. Sauerstoff. Weltraumnahrung. Ja, die brauchen wir gerade. Ja, perfekt. Ich dachte, ich hätte den perfekten Krater gefunden, um eine Startplattform zu bauen. Aber die Sicht ist grauenhaft. Von hier unten kann ich auf keinen Fall etwas schicken. Ich werde versuchen, eine weitere Basis höher am Kraterrand zu errichten. Irgendwo in der Nähe von, die Koordinaten stehen hier unten links, zu erreichen. Irgendwo in der Nähe von sollte funktionieren. Hoffentlich verzieht sich der Nebel bei. Okay. Hat er irgendwas Spannendes bei? Wir nehmen das auf jeden Fall mit. Dann trinke ich hier einmal Wasser. Ja, gut, Pflanzen kann man später noch holen. Aluminium haben wir vor der Tür. Das brauchen wir alles nicht. Okay, aber mehr gibt es hier auch nicht. Wasser halt. Okay, also hier ist noch irgendwo ein Krater. Okay. Ist auf jeden Fall nicht tödlich, das Magma. Ah. Oh. Ja gut, die hätte ich auch schon sammeln können, nicht? Aber die liegen hier am Anfang rum. Alles klar. Ah. Iridium. Einfach ein Iridiumstab hier drin. Noch einer. Wow, noch einer. Okay. Stäbe sind krass. Oh, was ist das denn? Sieht gefährlich aus.
das ist Wasser. Okay. Das dürfte richtig heiß sein. Das ist eine heiße Quelle. Da ist noch ein Stab. Okay. Okay, wenn man Iridiumstäbe braucht am Anfang, hier ist eine gute Stelle. Und danke für den Fellow. G-Stat Pro. Oh, was ist das? Ah, das ist nur Iridium normales. Was will ich mit normalen Iridium? Hier sind überall Stäbe. Ah, ich will mal ganz hoch. Ist hier noch irgendwas? Noch mehr Stäbe. Okay, dann müssen wir alles andere... Okay, wir können noch ein paar mitnehmen. Ah, da, die habe ich auf jeden Fall beim letzten Mal nämlich nicht mehr bekommen dann. Das erklärt vieles, warum ich so eine Iridium-Probleme hatte. Das heißt, wer die Karte nicht rechtzeitig erkundet, hat echt Nachteile in dem Spiel. Sauerstoff, Sauerstoff. Oh, wir haben ja die Flasche dabei. Hätte ich die jetzt nicht gehabt, wäre ich tot gewesen. Okay. Ich meine, ja, grafisch nicht. Ist das Teil jetzt auch nicht so genial. Könnte irgendwie ein bisschen dynamischer alles sein, aber insgesamt trotzdem cool, was sich so als Setting überlegt wurde. Hier so ein Magma-Krater. Da ist noch eine. Ha! Ich hatte ein Gefühl, dass ich nämlich einen übersehen habe. So von der Verteilung her. Einer müsste noch irgendwo hier hängen. Eigentlich. Ich habe ihn gerade gesehen. Nee. Oh, okay, da kann man durchfallen. Nee, okay. Ich dachte hier, das ist er, aber es ist keiner. Das ist wirklich nur Textur. Level 5. Ja, ja, es ist mit Unity gemacht. Ja, aber du darfst nicht vergessen, als Ehepaar, was das nebenbei programmiert, neben ihren Job. Ich glaube, jetzt machen sie es Vollzeit inzwischen. Das Spiel ist aber sehr erfolgreich geworden. Also, es ist ein Spiel, wo die Grafik auch nicht entscheidend ist. Okay, ich glaube, hier liegt aber nicht mehr rum. Dann können wir noch die Superlegierung mitnehmen. Dann müssen wir... Oh, shit. Ah, shit. Ich muss ja finden, wo wir herkamen. Kacke. Das könnte jetzt ein Problem werden, wenn ich nicht finde, wo wir waren. Oh, kacke. Ich hoffe, ich laufe jetzt in der richtigen Richtung raus. Wenn das auf der anderen Seite ist, sind wir tot. Oh ja, wir sind auf der falschen Seite. Oh... Also mit Jetpack ist das hier auf jeden Fall einfacher zu bewerkstelligen. Oh shit, ich glaube, ich bin immer noch auf der falschen Seite. Ich glaube, jetzt bin ich auf der richtig falschen Seite. Oder ist das hier unser... Muss man hier raus aus dem Nebel. Ich glaube, wir sind... Da vorne könnte unser... Entweder da oder da drüben. Shit. 50-50 Chance, dass wir... richtig sind. Ich darf nur nicht runterrutschen. Nicht runtergucken, nicht runtergucken, nicht runtergucken. Leertaste spam. Oh, wir haben Glück. Oh. Oh, 50-50 Chance richtig genutzt. Oi, oi, oi. Oh ja. Oh. Das ist eine Aufregung. Ich wollte ein spannendes Spiel haben. Okay. Aber wir merken uns, hier war ein bewölkter Lavakrater. Das ist Israel Prime da oben wahrscheinlich. Oder wir sind auf Israel Prime. Eins von beiden. So, und du wolltest mal runterfallen. Dann laufen wir doch mal jetzt in die Richtung da. Bis der Sauerstoff ausgeht und gucken, ob wir runterfallen können. Ich werde hier unten oder so speichern.
Ich hoffe, das Spiel speichert dann nicht automatisch da zwischendurch. Hm. Das wäre dann doof. Ja, speichern. Macht sich mit dem Jetpack natürlich immer ein bisschen besser, den Weg hier zu gehen. Oh, da liegt auch noch ein Raumschiff. Okay. Ich meine, du könntest hier mit ein paar besseren Shadern deutlich mehr aus dem Spiel rausholen, nicht? Oder auch feinere Übergänge zwischen den Shadern. Das würde schon viel ausmachen. Sodass die Texturen halt nicht so blockig wiederholend aussehen. Das muss ja Unity auch alles inzwischen können. Wahrscheinlich würde es schon reichen, wenn du in Unity von der Render-Pipeline von Standard auf diese andere wechselst da, wo du einfach auch andere Lichteffekte haben kannst. Okay, ich weiß nicht, ob unser Sauerstoff ausreichen wird. Ich muss auf jeden Fall, bevor der Sauerstoff ausgeht, laden. Das muss man, glaube ich, machen, wenn man ein paar mehr Sauerstoffflaschen dabei hat. Das ist, glaube ich, die Ebene. Gucken wir mal. Ich glaube, nee. Ich glaube, das ist nur Fata Morgana. Obwohl, hier. Ah, hier ist jetzt eine Alpha-Wand. Okay. Früher gab es hier keine Alpha-Wände. Okay, das heißt, man kann nicht mehr runterfallen. Aber früher konnte man hier hinten da hinlaufen und dann konnte man runterfallen. Alles klar. Dann haben sie das auf jeden Fall mit dem letzten Update eingebaut. Zurück zum Hauptmenü. Spielen. Ich hoffe, wir sind jetzt auch an der Stelle. Ah ja, perfekt. Ups. Ja, schade. Es gibt leider auch keine Aufnahmen von den ersten Spieldurchgängen, die ich gemacht habe, wo das noch möglich war. Ja, sind voll, nicht? Ja. Es lohnt sich jetzt nicht, noch irgendwas zu holen. Wir haben richtig coole Ressourcen. Das heißt, erstmal wieder nach Hause zurücklatschen. So, aber mein Mund wird trocken. Ich würde sagen, das hier ist doch das richtige Ding, um kurz in die Pause zu gehen. Bis gleich.
er wechselt. Aus. Der wechselt die Zähne. Warum macht er das denn nicht? Das ist ja merkwürdig. Ich habe das extra eingerichtet, dass er... Dann kann er... Okay, jetzt habt ihr das wahrscheinlich nur zur Hälfte gehört. Studiomodus erstmal wieder aus. Deswegen hat er auch die Game-Szene vorher nicht gewechselt. Das ist natürlich doof, wenn man das nicht mehr macht. Weil das ist eigentlich eine globale Einstellungssache. Wundert mich. Komisch. Hat eigentlich nichts mit OBS direkt zu tun. Also ist eigentlich im Steam Deck hinterlegt. Stream Deck. Was hätte ich speichern müssen? So, jetzt nochmal die Frage. Als ich runtergefallen bin, oder was? Prost. Wundert mich, der hat nämlich die Audiosachen hat er gewechselt, aber nur die Zähne nicht. Sehr, sehr merkwürdig. Naja, gut, ging ja auch so. Wäre auch egal gewesen, weil selbst wenn ich es jetzt geladen hätte, dann wäre ich zurückgesetzt worden. Ich habe ja alte Spielstände, aber die wurden ja alle angepasst inzwischen. Man müsste eine alte Spielversion einfach nehmen. Das würde noch klappen. Ah ja, ohne Studio-Modus ist vielleicht auch besser, weil dann sehe ich die Vorschau in groß. Ich muss sagen, die Vorschau bei euch sieht wesentlich dunkler und besser aus als bei mir. Da ist sie sehr, sehr hell. Das heißt, der Bildschirm ist viel zu hell eingestellt wahrscheinlich. Da liegen einfach Steine in der Luft. Okay, hier ist nichts. Aha. Dann bis gleich. Ich sag euch auf jeden Fall, auf Toilette gehen tut gut. Oh. So, jetzt kommen wir wieder in meine Lieblingsregion. Ah. Ich finde, die hier ist, auch wenn sie grafisch einfach ist, ist sie trotzdem schön gemacht. Wir haben noch einmal trinken, haben wir noch mal bei. Oh, das zweite Triebwerk liegt hier einfach rum. Okay. Okay, interessant. Dann können wir uns jetzt das Jetpack bauen. Jawohl. Und irgendwo war hier noch mal wegen Sauerstoff auf dem Platz. Ah, das Netzwerk, das macht mich gerade echt unglücklich mit den 5000 verworfenen Frames. 1,5%. Okay, die hatte ich schon nicht. Oh, da ist noch ein Pulsarquarz. Wir haben ja nichts mehr zum Austauschen, nicht? Nee. Naja, die kann man ja auch später sammeln. Die rennen ja nicht weg. Aber erstmal, oh, da ist noch eine Kiste links. Und hier ist Zeolit. Oh, verdammt, das haben wir auch noch nicht. Dafür brauchen wir auch noch Kisten. Gut, aber erstmal Jetpack und den Rucksack Level 5. Der ist, glaube ich, ganz viel wichtig wert.
Ja, dann können wir hier sowas auch wesentlich schneller erreichen. Weil die Wege inzwischen doch schon sehr groß sind. Gut, ich müsste mich auch mal wirklich ums Terraforming und um die anderen Sachen kümmern. Habe ich jetzt ja null gemacht. Der Progress oben rechts entsprechend ist auch sehr langsam. 5,45. Pack mal das Aluminium rein und wir nehmen dafür noch eine Superlegierung mit. Oh, hier, jetzt müssen wir langsam gucken, wo unser Sauerstoffding war. Ich glaube, hier hinter irgendwie. Kann das sein? Ortskenntnis wieder voll hergestellt. Und Essen brauchen wir. So, jetzt sind wir ja gleich zu Hause. Noch irgendwas, was man tauschen könnte? Nö. Ah, gut. Können auch gleich fürs Iridium dann Iridiumstab gleich eine Kiste anlegen. So viel, wie wir davon jetzt haben. Den Satelliten hatten wir schon. So, und dann werden wir die Basis hier mal ein bisschen ausbauen. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alle Sachen geholt und angeguckt, die irgendwie durch spätere Veränderungen wegfallen könnten. Packen wir erstmal hier dieses Iridium hier rein. Dann packen wir in Krams mal das zweite Ding rein. Superlegierung. Packen wir hier rein. Davon haben wir jetzt auch schon gut. Aber die werde ich auch gleich alle verbrauchen. Dann brauchen wir jetzt Eisen. Oh, wir haben echt wenig Eisen. Müssten wir vielleicht doch mal einen Bohrer bauen. Okay, Schwefel, Schwefel 2, Harz, Osmium haben wir. Dann kommt jetzt hier. Oh. Pulsar Quarz. Den gibt's so selten, da reicht eigentlich eine Kiste. Das ist nicht weiter wichtig. Und hier, ja, jetzt haben wir ein Problem. Die kann ich nicht dichter ranstellen. Und das Ding steht jetzt im Weg, wenn ich das hier hinstelle, um hier rumzubauen. Dann komme ich nicht mehr durch. Dann müssen wir den irgendwie anders setzen. Vielleicht erstmal hier hin oder so. Und wir dürfen nicht verhungern, wir dürfen nicht verhungern, wir dürfen nicht verhungern. Wir essen mal einen Pilz. Und wir holen gleich mal neues Wasser. Und wir gucken mal, was in diesem Bauplan drin ist. Oder in dem. Ein Bildschirm für die Karte. Okay, brauchen wir auch noch nicht. Wir haben flüssiges Wasser zu 5%. Beziehungsweise wir haben flüssiges Wasser und Seen haben wir dann zu 5%. Wobei so richtig flüssig ist das Wasser ja noch nicht. Ein paar kleine Tümpel, wenn man so möchte, haben wir. Jetzt kommen Kometen, nicht? Iridiumstab.
Iridium. So. Perfekt. Oh, ja. Das gleiche bräuchten wir noch für Uran dann. Können wir gucken, ob die Eisen verlieren. Oder was das für Asteroiden sind. Da hinten kommen die runter. Beziehungsweise kommen die eigentlich immer auf den Spieler gerichtet runter. Oh, die sind wichtig. Oh. Ja, die verlieren andere Sachen. Ich glaube, die verlieren Osmium oder... Die sehen so bunt aus. Aber nee, die verlieren eigentlich ganz normale Ressourcen. Merkwürdig. Warum sehen die denn so grün aus? Ah, sehen sie nicht. Das war nur, weil da vorne... Okay. Es gibt nicht auch grüne Ressourcen durchaus. Okay, Titan brauche ich nicht. Titan ist das Letzte, was ich brauche. Aluminium ist eigentlich auch nicht wichtig. Aber die anderen Sachen schon. Kobalt, Magnesium. Silizium, ja, Silizium ist auch wichtig. Nee, Titan ist nicht wichtig. Eigentlich ist nichts wichtig, weil man das meiste immer neu kriegt. Problematisch wird nur irgendwann Uran und Iridium. Wobei Iridium jetzt dürfte eigentlich auch kein Problem mehr sein. Was mir aber wirklich positiv auffällt, ist, dass der Raum doch kälter ist als mit dem anderen Rechner. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, der ist deutlich wärmer. Oh, Sauerstoff. Habe ich nicht drauf geachtet. Jetzt bin ich schon hier unten. Will ich auch noch das Aluminium mitnehmen. Wenn das vielleicht eine dumme Entscheidung war. Okay, jetzt müssen wir aber hoch. Schnell hoch. Ich vergesse immer, dass ich noch kein Jetpack habe und das hoch länger dauert. Neuer Bauplan, Schild. Hm. Oh, ich brauche hier vielleicht eine Tür. Okay. Hey, aber ein bisschen Eisen bekommen. Das ist auf jeden Fall schon wieder gut. Reicht für eine Kiste zwar nur, aber Silizium haben wir... Ah ja, okay. Silizium haben wir ganz gut. Magnesium haben wir eigentlich auch okay. Das mit Kobalt. Ja. Und Aluminium haben wir auch. Zumindest erstmal nicht zu wenig. So, jetzt das Jetpack. Zwei Raketentriebwerke, einmal Titan. Na bitte sehr, das kriegen wir hin. Zwei Raketentriebwerke und einmal Triton. So, wir haben das Jetpack. Jawollo. Oh, guck mal. Was für ein Reisekomfort. Da bekommt man nämlich auch noch an ganz andere Stellen und wesentlich unkomplizierter und schneller. Und das ist erst Level 1, davon gibt es auch noch andere Level. Von daher sehr, sehr cool. Ich esse mal so eine Bohne, dann sind wir wieder voll. So, der nächste Rucksack, T5. Drei Superlegierungen, einmal Titan. Kann er haben, haben wir gut eingesammelt. Drei Superlegierungen, einmal Titan.
wir müssen unseren jetzigen Rucksack T4 ausziehen und kriegen dann einen Rucksack T5. Wow. Und der ist dann noch größer. So, jetzt lohnt es sich aber richtig auch auf Achse zu gehen. So, bevor wir das machen, würde ich mal gucken, 2 Osmium, ob wir das machen können. Das ist doof, dass wir jetzt hier nicht durchlaufen können. Eigentlich brauchen wir erstmal Energie. 2 Wasser, 3 Superlegierungen. Okay. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wäre gut, wenn wir 3 von den Dingern machen könnten. Dann bräuchten wir aber 3 Stäbe vom Uran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kriegen wir gerade mal so hin. Das heißt, 3 Legierungen können zurück. Und dann brauchen wir wie viel Wasser? 4. Das kriegen wir doch auch hin. 1, 2, 3, 4. So, dann können wir die nämlich 2-mal bauen. Und dann brauche ich aber 2 neue Gerüste. Also brauche ich dafür 2 Eisen. So, dann haben wir aber eine Weile für Energie, hoffe ich, ausgesorgt. So. Ich will das halt immer so halbwegs mittig setzen. Irgendwo hier. Ah, das ist was, was mich noch ein bisschen stört. Hier. Dass der nicht einrastet oder so, dass es kein Raster gibt. Achso, ja. Okay, wir müssen erst den Iridiumstab herstellen. Das wäre vielleicht ganz clever. So. Dann sieht das zumindest ein bisschen gleichmäßiger aus. Ups. Dann gucken wir mal, wie die Energie jetzt aussieht. Wir haben 243 jetzt drüber. Wobei man sagen muss, die 3 Kernreaktoren machen fast so viel wie den 10 Sonnenkollektoren. Das ist irgendwie schlecht skaliert. Also eigentlich lohnen sich die Kernreaktoren fast gar nicht. Wenn man viel Energie braucht, ist die Sonne eigentlich schon ziemlich cool. Wir brauchen jetzt nämlich das Biolabor. Unbedingt mal. Um auch voranzukommen. Auch 3 Legierungen. Ja, die gehen jetzt nämlich gut weg. Und auch das Osmium, was wir schon geholt haben. Und ein Aluminium. So, und das würde ich nämlich hier hinter, nämlich hier ransetzen wollen. Wir müssen nämlich die Heizung hier weichen. Genau, jetzt ist so die Sache. Eigentlich müsste ich die beiden seitlich jetzt drehen. Das würde dann noch mehr Sinn machen. Dann bauen wir den doch da so hin. So, Heizung haben wir noch keine besseren. Hier setze ich jetzt erstmal, solange wir nichts anderes haben, hier hin, damit das nicht ganz weg ist. So, ja, den Schwefel, den müsste ich einmal drehen. Da ist auch nichts drin. Das heißt, das ist ziemlich unkompliziert und schnell gemacht. Lieber jetzt als später. Geht nochmal gar nicht. So. Schwefel 2. Der Pulsarquarz, ich glaube, der kann sogar so stehen bleiben. Ja, der steht richtig. Genau. Da kann hier nämlich noch ein Schrank hin. Brauchen wir auch. Und zwar, ich nehme es noch nicht vorweg, was das für ein Schrank wird. Da themen wir uns mal auf.
Da haben wir hier nämlich so schöne Schrankgänge. Ich baue gerade so wie beim letzten Mal, fällt mir auf. Es wird fast so 1:1 ein Klon. Nur, dass das hier in die Richtung ging. Wobei ich das so eigentlich fast besser finde. Wenn man jetzt zwei Wände hat, das hatte ich beim letzten Mal nämlich nicht, als das so ging. Da hingen die hier und da, die Bildschirme. Es war nicht so schön ordentlich. Auch mit den beiden Tischen nicht. So gefällt mir das schon echt gut. So. Das heißt, wir haben jetzt hier hinten das neue Biolabor. Und was kann denn das Biolabor? Das kann Bakterienproben aus Algen und Wasser herstellen. Wir können den Harz aus Pilz, Silizium herstellen und Wasser. Aus den Auberginen und Algen und Schwefel Dünger. Düngerstufe 2 aus Methan, Algen, Dünger und Kürbissen. Und Schwarzpulver aus Schwefel und Iridium. Und Mutagene aus Bakterien, Methan und Schwefel. So, das ist halt also für die Zukunft gerechnet. Die ganzen Sachen. Hier können wir jetzt nichts Neues bauen. Sauerstofftank T4 haben wir schon. Wir können hier die Abbausachen noch verbessern. Lohnt sich aber nicht. Exoskelett haben wir schon. Ein Zweier. Die Lampe haben wir. Den Kompass brauchen wir nicht wirklich. Ja, sind wir eigentlich jetzt gut aufgestellt. So, das heißt, wir haben Energie. Und das Ding zieht aber 34 Energie. Zwar Osmium eine Superlegierung. Ich würde trotzdem mindestens 2 bauen. So, 2 Osmium. 2 Aluminium. Und was baut es noch? 2 Titan. Na, das kann es haben. Und dann werde ich mal den Außenbereich vielleicht hier langsam auch umgestalten. Weil diese großen Dinger hier vorne nehmen mir einfach die Luft zum Atmen, wie schön man sagt. Und in die Richtung werde ich nämlich mich auch erweitern. Von daher wollen wir die Sachen eher, hier kommt die Energie hin, vielleicht eher in die Richtung setzen. Weil hier ist es eh höher als unsere Basis, das heißt, hier werde ich meine Basis nicht lang bauen. Oh, Iridiumstäbe fehlen. Aber die habe ich ja. Harz. Iridiumstab. Das Ding gefällt mir hier auch ganz und gar nicht. Muss auch irgendwie aufs Dach. Jetzt kann ich ja auch aufs Dach raufkommen. Das konnte ich ja vorher nur nicht. Deswegen war es nicht auf dem Dach. Kann ich es da nicht hinsetzen? Ne. Okay. Kommt das hier irgendwie so hin? So. Dann stört das nämlich unten nicht. Genau das gleiche mit dem Wasserkollektor. Der kommt auch einfach hoch. Und dann. Oh. Ich konnte nicht alles einsammeln. Wir waren voll wegen des Wassers. Oh nein. Das ist jetzt doof. Bringe ich kurz das Wasser rein. Wasser, Wasser. Wirf die Gläser an die Wand. Wasser ist ein schönes Land. Wohohoho. Hey. Oh, das kann ich nicht aufheben. Kann ich den dann bauen? Nein, weil mir genau das Magnesium fehlt. Ich habe kein Magnesium in der Tasche. Okay, dann kurz das Eisen gegen das Magnesium tauschen. Und dann bauen wir den einfach da. Soll ja auch nicht super scheiße aussehen. Vielleicht geht auch gar nicht überall hin. Ich habe nicht viel baufliche Möglichkeit da. So. Dann haben wir hier unten aber ein bisschen mehr Freiraum. So, so, so. Jetzt wichtig, die Dinger. Die sind nämlich recht groß. Und ich würde
brauche auf jeden Fall noch ein Eisen. Zwei Eisen für zwei Plattformen oder so, dass ich die schon mal vorsehe. Und dann kann ich vielleicht die Dinger da direkt dran setzen. Das wäre eigentlich cool. Dann ist das nicht ganz so unordentlich. Ich glaube, durch die Quelle da geht das gar nicht so hundertprozentig. War das blöd. Aber so, wir winkeln das eine Ding. Ah, gefällt mir nicht so. So müsste es wenn sein, nicht? Ja, so ist besser. Ja, so kann man das lassen. Und das Ding sammelt nämlich jetzt Ressourcen, die hier im Boden sind. Egal welche das sind, ich weiß nicht, was es hier gibt. Wahrscheinlich die Standardressourcen. Genau. Und den anderen, den werde ich unten ins Aluminium setzen. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir dann Aluminium kriegen. Das, was hier... Achso, wir haben ja das Jetpack jetzt. Das heißt, ich kann hier einfach runterfliegen. Viel besser. Oh ja. Das erhöht auf jeden Fall die Reisegeschwindigkeit enorm. Oh, hier liegt noch ein Eisen rum. Eisen sollte ich auf jeden Fall nicht verschmähen. Und den setzen wir einfach hier hinter. Okay, das Kobalt muss dafür weg. So. Na, und dann sammelt der hier hoffentlich die Ressourcen, die wir brauchen. So, das hatte ich geplündert, nicht? Oh ne, da ist noch eine Kiste. Die war aber leer, glaube ich. Ja. Ja. Dann kommt die weg, dann verwirrt die mich nicht. Außerdem gibt die ein Eisen. Noch mehr Eisen, Aluminium. Sauerstoff hätten wir da aufladen können. Wäre vielleicht clever gewesen. Die Kiste kommt jetzt auch mal weg. Ich glaube, die war auch leer, oder? Ja. Also schon verrückt, da hat man eine neue Grafikkarte und dann spielt man dieses Spiel. Aber wir haben halt angefangen damit. Und jetzt will ich auch das erstmal zu Ende bringen. Ich finde das immer blöd, wenn man nicht so wenigstens vom Gefühl sagt, man hat ein Spiel durchgespielt. Für sich selber. Man muss es ja nicht bis zum Ende spielen. Aber so ein paar Dinge will man ja zumindest erreichen. Und ich will zum Beispiel sehen, was diese neuen Inhalte sind. Gut, ich könnte einfach den alten Spielstand starten, aber... Irgendwie ist das dann auch dann immer sehr schnell durch. Ich finde dieses nur Anfang immer ganz cool. Okay, hier oben sind aber auch keine Sachen versteckt. Ich sehe zumindest gerade keine. Die sehen immer so aus, als ob die irgendwie markiert sind. Als ob da irgendwie so Highlighting drauf liegt. Sehen irgendwie ganz komisch aus. Genau wie das Ding. Generell sieht es aus teilweise, als ob es gehighlightet ist. Bisschen Kobalt nehmen wir noch mit. Silizium haben wir verbraucht. Das nehmen wir mit. Wir müssten auch hinten... Jetzt können wir auch da hinten wieder auf dem Felsen die Legierung holen, die letzten. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Das ist noch ein Aluminium, haben wir auch verbraucht. Titan haben wir auch verbraucht, können wir auch nochmal zwei, dreimal mitnehmen. Was liegt bei uns halt auch wie in rauen Mengen rum. Eisen haben wir halt ganz wenig. Hier liegt Eisen. Aluminium. Na gut, wir haben jetzt den Bohrer vor der Tür. Der wird uns ja auch Ressourcen bringen, auch Eisen hoffentlich. Inventar voll, alles klar. Kann ich lange versuchen. Das einzusammeln.
Ja, aber das wird auf jeden Fall ein Spiel, was auf lange Sicht nicht gut altert, wenn sie nicht nochmal die Grafik anziehen. Das ist leider einfach so. Das Spielprinzip und die Einfachheit, es war cool. Aber so, so insgesamt ist es, glaube ich, nur durch den Early Access auch cool. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich später das Spiel kaufen würde, im fertigen Zustand, dann ist es halt in 20 Stunden ist es durch, wenn die Story dann final auch alles beinhaltet. Gerade wenn man schon, gut, sagen wir, da muss man aber auch wissen, wie man optimiert durchgeht, aber die meisten Leute informieren sich ja heutzutage im Internet und spielen ein Spiel gar nicht mehr selber. Von daher würde ich so 20 Stunden als realistisch einschätzen. Okay, wir haben Ressourcen gesammelt, wir haben unsere Bergbaudinger schon mal aufgesetzt. Achso, ja genau, ich habe hier die anderen weggerissen. Da, guck, haben wir schon Eisen. Perfekt. Das können wir gleich wegsortieren. Dann füllt sich das nämlich langsam. Kobalt war hier, nicht? Ja. Alles klar. Wasser auf dem Dach? Ja, da müssen wir mal gucken, wo wir da eine Leiter hinsetzen. Oh, Wasser dahin. Pilze sind fertig. Und ich esse erstmal eine Bohne. Da müssen wir jetzt auch gleich mehrere von bauen. Das heißt, hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein großes Wohngebiet, wo wir dann die Nahrung anpflanzen können. Haben wir schon die Nahrungsdinger Level 2? Nee. Ich denke immer, die sind unsinnig. Man kann ja einfach mehr bauen. Aber grundsätzlich... Okay, ich glaube, wo kommen die? Den A-Manipulator. Ich glaube, kann sein, dass die... Ah, hier kommen. Genau. Da, die sind noch ewig weit weg. Bei 35 Tonnen. Wir sind bei 6 Kilo. Okay. Da müssen wir also noch einiges bauen. So, das Biodom zum Beispiel brauchen wir. Dafür brauchen wir die Legierung und die haben wir alle gerade ausgegeben für alle möglichen Sachen. Und was habe ich noch im Inventar? Nix, weil ich es wegsortiert habe, aber wir müssen ja die Bohrer wieder hinsetzen. Ich kann ja nicht die Bohrer einfach wegreißen. Oh, Konzentration, die hier brauchen wir. Eisen, okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wir haben 5, machen wir 6. Dann brauchen wir Aluminium, okay. Quasi 2 Reihen voll mit Aluminium. So. Dann brauchen wir Titan. 2 Reihen voll mit Titan. Das heißt, endlich geht mal Titan weg und dann fehlt ein Titan. Das müssen wir dann draußen holen. Okay. So. Die Dinger kommen dann hier hinter den Streuer oder so. Sammler. Streuer. Ja, genau. Aber darf ich ja Blumenwiesen machen? Dann machen wir den hier neben. In die Richtung einfach so eine Reihe durch. So. So, wo ist jetzt das Titan? Wenn man es braucht, da unten. Sehr gut. Oh, jetzt verwirft das Netzwerk gerade wieder ein Frame.
hab dich im Auge, Netzwerk. So, dann haben wir 2 Bohrer mehr als vorher. Das heißt, das ist auch wieder ein bisschen besser. Wir könnten noch ein paar... hier, Biomassestreuer. Aluminium, Lyrsa, Magnesium. Vielleicht 3 oder so. Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr... Masse. 4... Ja, oder? 4 Magnesium, das ist gut. 1, 2, 3, 4. Ich wünsche mir, man könnte das Rezept anhängen. Auch wenn die Rezepte einfach sind. Es ist einfacher, wenn man sich das angucken könnte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Mir gefällt so das vom Abstand hier noch nicht so richtig. Die Kleinen sind halt ein bisschen blöd, was diese Überlagerung angeht. Der müsste auch noch ein Stück weiter nach vorne von dieser Position. So, dahin. Lieber ein Stück dichter ran, ne? Dann war es nämlich schön grün, wenn wir aus dem Fenster gucken. Mal gucken, ob das relativ gut steht. Ich glaube, die müssten in einer Reihe stehen. Die müssten eher in einer Reihe stehen. Aber ja, gut. Details. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt auf jeden Fall mehr Sauerstoff. Wir kriegen mehr Luftdruck. Wir haben durch den Luftdruck und Wärme. Was uns jetzt noch fehlt, ist auf jeden Fall Wärme. Also die produzieren wir deutlich zu wenig. Und das können wir aber locker herstellen. Und dann stellen wir innen drin da noch ein paar hin. Später kommen die Heizungen durchaus auch nicht mehr rein. Dann würde ich sagen, bauen wir hier jetzt einen Anschluss hin, wo die Nahrungszüchtung reinkommt. Okay. OBS ist das Problem, nicht das Netzwerk. Das ist ja interessant. Obwohl doch, das Netzwerk war gerade weg. Nicht gut. Also, sagen wir mal so, nicht das Internet war weg, sondern es ist wirklich nur das lokale Netzwerk. Das ist nicht so geil. Verbunden seit 3.30 Uhr, ja. Oh Mann. Es verwirft auch die ganze Zeit weiter Frames. Warum denn auf einmal? Mann, Alter, diese scheiß Netzwerkkacke.